whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there, hey. You gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. This kid is a new number one driver.
Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Montagabend. Hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid gut in die Woche gestartet. Heute sind wir wieder bei Racing League Esports unterwegs und das Ganze ja zur Halbzeit der Saison tatsächlich schon. 19 Rennen haben wir insgesamt. Heute sind wir beim 10. Und ja, wir sind im Qualifying, wir sind in den Niederlanden auf Zandvoort unterwegs. Eine ja sehr herausfordernde Strecke, relativ eng, schwierig zu überholen. Und wir haben, glaube ich, 20 Fahrer heute am Start, also relativ übersichtlich heute. Moin Paul, sind eigentlich noch ein paar mehr in der Liga unterwegs. Aber heute ja müssen wir mit 20 zurechtkommen, sollte kein Problem sein. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke und gucken mal, ja, wer von den 20 Fahrern oder wer die 20 Fahrer insgesamt sind. So, und da sind wir auch schon drauf auf dem ersten Fahrer mit der Nummer 1. Das ist auch der Führende der Gesamtwertung, der Ricardo Hillegeist, der hier ja sehr, sehr gute Chancen hat auf den Gesamtsieg. Wir schauen uns die natürlich nachher nochmal die Gesamtwertung an. Aber erstmal gucken wir, wer hier dabei ist. Also Ricardo Hillegeist, hier momentan noch keine Zeit gesetzt, sind gerade alle auf ihren gezeiteten Runden. In der Box steht gerade Corbin Behnke. Hier mit der Nummer 2 im Audi unterwegs. Ja, zwei Autos noch in der Box. Also dann sehen wir noch den Lukas, glaube ich. Ja, müsste der sein, der im Honda unterwegs ist. Dann haben wir mit der Nummer 13 Chris Zoske hier. Monkey Town Racing im Audi. Mal sehen, ist das schon eine gültige Runde? Schauen wir mal kurz. Kommt jetzt über die Linie. Könnte sein, dass einer der Ersten ist, der eine Zeit setzt. Nee, war noch keine gültige, war erst eine Outlap. Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Gehen wir weiter. Die Nummer 17 haben wir hier im Lexus. Das ist der Phil Bartel, auch Monkey Town Racing. Mit der Nummer 17, auch er hier gerade im ersten Abschnitt unterwegs. Dann kommen wir zu Nikus Feld, Monkey Town Racing im Porsche mit der 24. Ein ja, sehr, sehr starker Fahrer. Wenn er fährt, gewinnt er fast immer. Er ist 6 Rennen gefahren von den 9, von denen hat er 5 gewonnen. Ja, Südafrika, Kialami sehe ich gerade, nicht gewonnen. Alles andere, was er gefahren ist, ist er sonst ist er ganz vorne gelandet. Also schauen wir mal. Vielleicht kann er im Hillegeist nochmal gefährlich werden im Laufe der Saison. Auf jeden Fall, denke mal, der größte Konkurrent aktuell, wie es aussieht. Moin, People. So, Chris Schneider jetzt mit der ersten Runde, 1:35,9. Peelback auf der 2, halbe Sekunde dahinter. Sascha Krupp auf der 3 auch und Hillegeist auf der 4. Marcel Lang auch schon mal eine gültige Zeit gesetzt. Allerdings ja noch keine ernstzunehmende, würde ich mal sagen. Auf den gehen wir nämlich passenderweise. Die nächste Nummer ist nämlich die 27, der BMW hier. Club Racing soll das, glaube ich, heißen. Ja, er hier im BMW unterwegs. Mal sehen, die 3,3 Sekunden wird er noch deutlich verkürzen können, bin mir ziemlich sicher. So, wen sehen wir hier? Einmal übers Gras fahren. Das ist der Honda vom angesprochenen Lukas, der eben noch in der Box stand, mit der 29 unterwegs. Dürfte also gerade erst auf seiner Outlap sein oder zumindest keine gültige. Klar, der war gerade off-track, geht hier gerade durch den mittleren Abschnitt. Dann gehen wir zu Tim Schafhauser rüber. Der hat die Nummer 30 im Aston Martin unterwegs. Gucken wir mal, ob er jetzt hier eine Zeit setzt. Ja, auf die 10. Position. 0,7 Sekunden nach ganz vorne. Ja, die ersten 11 gerade innerhalb von einer Sekunde. Bin mir sicher, dass wir da noch engere Abstände sehen werden. Vor allem im Mittelfeld, sage ich mal, oder in den Top 10 gerade sehr, sehr eng, muss man sagen. Ein paar Hundertstel unterscheiden da die Fahrer aktuell. Ja, mal gucken. Im Rennen wird es nicht einfach werden zu überholen. Also wenn da einer mal ein bisschen langsam vorne ist, dann ja, staut sich das dahinter schön. Gut zum Ansehen, hoffen wir, dass alles gut geht hier. Nikus Feld jetzt hier auf der 1 mit einer 35, 1,62, ganze 8 Zehntel schneller als der nächste. Also der hat mal eine richtig, richtig gute Zeit gesetzt. So, dann haben wir Lukas Santa hier noch, CF Racing Team mit der 33 im Audi. Ganz, ganz viele grüne Deltas sehen wir hier links im Tower. Fast alle auf einer Verbesserung unterwegs mit 1, 2, 3 Ausnahmen. Die haben leider gerade keine gültige Runde. Lukas Santa hier auf der 9. Position, 1,3 Sekunden. Halbe Sekunde hat er aber gerade im Delta. Fährt hier gerade ins Audi S, heißt die Kurve, glaube ich. Dann kommen noch 2 Kurven. Gleich hier kurz anbremsen über den Hügel und dann Vollgas durch die letzte Kurve auf die Stadtzielgerade. T1 wird auf jeden Fall ja, einer der wenigen Überholmöglichkeiten sein im mittleren Sektor. Ich weiß gar nicht, welche Kurve das ist, nach Kurve 8, glaube ich. Diese rechts-links, da ist relativ breit auf der Strecke, da kann man vielleicht nochmal angreifen. So, warten wir kurz ab, was er für eine Zeit setzt. Jawohl, auf die 5. Position geht's hier, 0,6 Sekunden. Jetzt wieder eine Position nach hinten. Da haben wir noch Noah Krupp, Meier, Alisch und Husfeld davor. Ja, zu Pierre Meier gehen wir mal. Der ist, lasst mich kurz nachschauen, Dritter in der Gesamtwertung. Er hat auch schon einmal gewonnen auf Bathurst, das dritte Rennen war das. Sonst hat er relativ regelmäßig gepunktet. Ja, letztes Rennen leider ein DNF.
Mal gucken, ob es heute wieder besser läuft. Aber auch immer ein Mann, der hier doch sehr weit vorne unterwegs ist mit seinem Audi. Daddy Cool Racing momentan auf der vierten Position. Halbe Sekunde grob fehlt ihm nach ganz vorne. Sascha Krupp haben wir dann im Lamborghini. Den haben wir hier mit der Nummer 63. Husfeld nochmal unter eine 35 gesetzt hier die Zeit. 34,980. Mal gucken, hier Sascha Krupp auch ganz gut unterwegs an sich. Diese Runde jetzt nicht unbedingt. 1,5 Sekunden im roten Delta. Husfeld gerade mit einer ungültigen vorne. Ja, man wird, denke ich, gleich nochmal in die Box reinfahren, sich frische Schlappen holen und nochmal zu einem zweiten Stint sozusagen im Qualifying ansetzen. Wetter sieht ja sehr, sehr gut aus. Bisschen bewölkt, Temperaturen in den mittleren 20ern. Also da kann man sich nicht beschweren. Mal gucken, ob es vielleicht noch regnet heute. Gewisse Regenwahrscheinlichkeit ist ja immer vorhanden. So, Chris Schneider sehen wir hier, auch ein BMW M4, vorhin noch auf der 1 gewesen. Jetzt fehlen ihm da 6 Zehntel aktuell. Diese Runde hat er im ersten Sektor nichts rausholen können, wie es aussieht. So, jetzt geht's hier rechts rum und dann die nächsten Kurven, meinte ich eben, wo es relativ breit wird. Da kann man vielleicht mal angreifen, hier ein schneller Rechtsknick und dann hier eine relativ harte Anbremszone. Und wenn man sich da mal vertut, geht's mal auf die Innenseite für den Gegner. Wird immer sehr, sehr spannend, dann kommt nämlich wieder eine Linkskurve. Geht side by side hier durch den Abschnitt. So, der nächste BMW, die Nummer 99 haben wir da. Go Fast Racing mit Philipp Noack auf der vierten Position liegend. Ja, ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde. Da steht gerade einer in der Wand. Hoffen wir, dass das im Rennen nicht passiert. Ja, Philipp Noack hier auf der 4 aktuell. In der Gesamtwertung auf der 10. Position. Eine Position seit dem letzten Rennen verloren. Ja, seit dem dritten Rennen dabei, wenn ich das so richtig interpretiere, fast immer an den Punkten gewesen. Rennen 7 war das Indianapolis, glaube ich. Leider nicht ins Ziel gekommen. Aber sonst immer in den Punkten. Und auch heute ja, hat er ganz gute Chancen momentan, wie es aussieht, hier in die Punkte reinzufahren. André Kaufmann, den haben wir auf der 16 aktuell mit 2 Sekunden Rückstand. Ein Aston Martin, RLE Racing Ducks, die 123 hier. Ja, leider gerade mit keiner gültigen Runde. Müssen wir uns also nochmal ein bisschen gedulden. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Dann kommen wir zum aktuell Zweitplatzierten, der BMW von Benedikt Alisch. Der ist hier mit der 179 unterwegs. Ja, diese Runde sehr, sehr ähnlich zu seiner bisherigen schnellsten Runde. 0,4 Sekunden fehlen ihm da. Mal gucken, jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen besser rauskommen. Hier den Scheitelpunkt treffen, den Einlenkpunkt treffen. Und dann kann man hier relativ entspannt Vollgas um die letzte Kurve fahren. Aber das wird keine große Verbesserung geben. Hillegger ist jetzt auf die zweite Position gegangen. Markus Spielberg, den haben wir im Porsche hier mit der 202, Monkey Town Racing. Also Monkey Town hier mit vielen, vielen Autos vertreten. Auf der 15 aktuell 1,4 Sekunden, geht jetzt aber erst wieder auf eine gültige Runde. Also da warten wir auch nochmal ein, zwei Runden vielleicht ab. Philipp Witzmann, den haben wir auf der 7. Da sieht es ein bisschen besser aus. 0,3 Sekunden aktuell. Mal gucken, ob er die auch durch die letzte Kurve bringt. Wenn er die Kurve trifft, dann kann man sie eigentlich kaum verlieren. Aber ein bisschen was verloren hat er. Dürfte aber nochmal ein Stück nach vorne gehen. Ja, auf die vierte Position. Nochmal 3 Positionen gewonnen. Ja, nächste ist dann allerdings sehr, sehr dicht dran. Hier 5.000stel gerade mal weg. Also, das ist da relativ eng. Zumindest mal ab Platz 2. Husfeld da immer noch so ein bisschen alleine. Mit 0,350 Sekunden Vorsprung. Gehen wir mal weiter zu 404. Das ist der Herr Fischer. Ist im Porsche unterwegs hier. Schön wendiges Auto auf der Engstrecke. Vielleicht gar nicht so verkehrt hier. Wenig lange Geraden statt Ziel eigentlich nur. Dann im ersten Sektor war auch nochmal eine Vollgaspassage. Da kannst du aber eigentlich eher nicht angreifen. Und sonst hast du hier hauptsächlich Kurven. Also sollte jetzt nicht so das Problem sein, hier mit dem Porsche zu verteidigen zumindest mal. So, schauen wir mal. Er bleibt erstmal hier auf der 16. 1,5 Sekunden nach ganz vorne. So, der nächste Porsche für die Affenbande unterwegs ist Linz Live, die 892. Den haben wir hier auf der 19. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Mal gucken, ob er da noch was findet, dass er hier zumindest ein bisschen den Anschluss findet. Denn zu Position 16, 3 Positionen weiter vorne, ist es doch momentan eine ganze Sekunde. Also mal schauen, was da noch so geht. Dann haben wir noch Kurt Hassel hier auf der 12. Position. Der 911er Porsche fährt hier auch für Monkey Town Racing. Gefühltes Drittel des Feldes hier Monkey Town unterwegs. Ja, auch diese Runde noch eine Outlap. Komm mal kurz gucken, wo er in der Gesamtwertung steht. Der steht auf der 17, eine Position gewonnen. Ja, fährt auch immer wieder in die Punkte rein. Bestes Ergebnis war tatsächlich Rennen 1 mit 12 Punkten. Sonst immer leider ja nur einstellig gepunktet, da er hier im Mittelfeld
unterwegs in der Gesamtwertung, die wir uns gleich in der Startausstellung natürlich nochmal anschauen. Wenn wir denn das Qualifying-Ergebnis haben, dann können wir mal gucken, wer da wem vielleicht nochmal ein bisschen gefährlich werden kann oder wer da die Abstände in der Gesamtwertung verkürzen kann. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier vielleicht auf die Zeiten. Illegeist leider mit einer ungültigen Runde, wie wir gerade gesehen haben. 0,2 Sekunden hatte er hier im Delta. Deswegen gehen wir mal zu Colin Behnke, der gerade über die Linie kommt. Jawohl, auf die sechste Position geht es hier tatsächlich. Hat nochmal richtig was rausholen können. Also wir sehen hier die ersten sieben, acht, neun Position Top 10, sage ich jetzt mal, innerhalb von 0,7 Sekunden grob. Also, nicht viele Autos, sage ich mal. Dafür aber sehr, sehr eng da vorne auf jeden Fall. Das freut uns. So, Phil Bartel im Lexus auch nochmal 0,2. Markus Pielberg, der ist gerade im Audi S. Bleiben wir vielleicht da mal kurz drauf. Mal sehen, ob er die 0,7 Sekunden auch ins Ziel bringt. Da würde er seinen Rückstand mal halbieren, wollte ich sagen. Ja, würde dann Richtung Top 10 gehen. Also der reiht sich dann da vorne auch mit ein. Drücken wir mal die Daumen einmal noch rechts rum. Hier kann man auch relativ viel Körper mitnehmen. Nicht zu weit aufs Gras gehen. Sonst verliert man vielleicht mal das Auto 0,8 Sekunden nochmal. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Jawohl, auf die sechste Position. Also ganz, ganz enge Sache da ab Position 2. Husfeld schon wieder auf dem Weg hier. Ja, zumindest den Grundstein zu legen. Noch einen Sieg zu holen. Hat auch ganz, ganz oft die schnellste Runde geholt tatsächlich. Wie gesagt, von den 6 Rennen... Ja, nur das letzte Mal keine schnellste Runde geholt. Sonst fünfmal noch die schnellste Runde, wofür es ja auch nochmal einen Punkt gibt in der Gesamtwertung. Mal ein bisschen punkten können. Ja, gehen wir mal auf Chris Zoske auf der 15. Auch er hier noch mit einem kleinen Delta vorne. Haben wir auch nochmal ein, zwei Autos, die sich verbessern können. Haben immer noch 7 Minuten Zeit hier. Also, ja, hat man noch einige Runden, um hier nach vorne zu kommen weiter. Ja, mal sehen, was die... Position ganz hinten machen. 18, 19, 20, so leicht abgeschlagen da momentan noch. Vielleicht können die sich noch ein bisschen nach vorne arbeiten. Aber sieht aktuell nach einem engen Rennen aus. Da man hier ohnehin sehr, sehr schlecht überholen kann, dürfte das interessant werden. Mal gucken, ob man vielleicht mit einem Boxenstopp mal was gut machen kann. Denn ein Boxenstopp ist natürlich hier auch vorgesehen, wie bei den meisten Rennen. 60 Minuten fahren wir ja nachher. Moin Neon! So, geht's jetzt hier weiter nach vorne? Ja, müsste auch nochmal ordentlich einen Schritt nach vorne gehen. Auf die 11. Wie gesagt, die Abstände sind sehr klein. Also gute, gute Chancen, vielleicht nochmal noch mehr rauszuholen hier. 6 Minuten haben wir noch. So, vorne Husfeld scheint nochmal eine Zeit zu setzen. Aber wir gehen, glaube ich, mal auf Position 5 aktuell. Pierre Meyer haben wir hier. 35er Audi. Gerade hier mitten im zweiten Sektor unterwegs. Wie gesagt, hier der Rechtsknick kann man relativ viel Körper mitnehmen und hier außen möglichst nicht auf die Wiese kommen. Denn da kriegst du das Auto ganz schlecht wieder auf die Strecke. Geht es dann eher geradeaus. So, dann hier Anbremszone gibt es so einen schönen, da haben wir es vielleicht gesehen, so einen schönen Huckel, eine Bodenwelle. Das versetzt das Auto gerne mal, muss man auch ein bisschen mit einberechnen. Auch da nicht so weit rauskommen, da wird es auch ganz schnell ungemütlich. Da hoppelt es nämlich ordentlich. So, 0,1 Sekunden hat er hier im Delta. Ja, das... wäre auf jeden Fall mal Potenzial für die erste Startreihe. Gucken wir mal 0,3 Sekunden hier ins Audi S rein. Mal gucken, ob er die auch mitnehmen kann hier. Jawohl, sieht gut aus. Also Pierre Meyer, ja, könnte dem Husfeld... Nein, es geht da zu weit raus. Wollte gerade sagen, könnte dem Husfeld noch mal ein bisschen ins Schwitzen bringen. Na, schade. Aber hat noch ein bisschen Zeit. Also Potenzial ist auf jeden Fall mal da, um hier in die erste Startreihe zu gehen. Drücken wir ihm mal die Daumen. Gehen wir jetzt auf Benedikt Ahlisch. Der kommt nämlich hier gerade aus Sektor 1 raus. Hier nämlich diese, beziehungsweise jetzt in Sektor 2. Hier diese Vollgaspassage, dieses Geschlängel, wo man ja eher nicht angreifen kann. Selbst wenn du da gut rauskommst aus der vorherigen Kurve, wird es da eher eng am Ende dann. So, aber auch hier sehen wir, die Delta sind alle sehr, sehr gering. Also scheinen hier schon viele ihr Potenzial ja, nahezu ausgeschöpft zu haben. Gucken wir mal an, 0,1 Sekunde. Ups, wer geht denn da ein bisschen off-track? Der Lukas auf der aktuell 17. Position müsste das gewesen sein. Ja, gucken vielleicht mal hier auf den Lamborghini. 0,3, 0,4 Sekunden. Jetzt ist er hier in der letzten Kurve. Oh, der wird auch nochmal ein gutes Stück nach vorne gehen können in die Top 5. Sehr, sehr vielversprechend. Da wenige Hundertstel trennen da die Autos tatsächlich nur. Moin, Fabi. Ja, und auf die 5. Position geht's hier. Wir sehen's da, eine Hundertstel nach vorne, 7000stel nach hinten und dann nochmal 5000stel. Eieiei, das wird ja mal richtig spannend hier. Ja, also ich weiß gar nicht, so enge Abstände haben wir gar nicht so oft hier, glaube ich, oder? Ich erinnere mich nicht so ganz. Nee, ich habe meinen Streamplan noch nicht aktualisiert, stimmt. Muss ich nochmal machen.
So, gucken wir mal auf den Führenden in der Gesamtwertung. 0,2 Sekunden. Ja, reicht noch nicht so ganz. Jetzt hat er ein bisschen verloren. Hier zu viel Körper mitgenommen vielleicht. Also die Runde wird ja keine Verbesserung werden. Dann gehen wir nochmal auf den Chris Soske mit der Nummer 13. Geht jetzt hier auch auf die letzten beiden Kurven zu. Schauen wir mal. Hinten haben wir ja leichte Verbesserungen bei vielen Autos. Ein paar Hundertstel sind es aber meistens nur. Ui, Sprungschanze. Ja, genau. Moin, Knisper. Auch lange nicht mehr gesehen. So, schauen wir mal. 0,1. Bei den Abständen ist das schon relativ viel. Mal gucken, was es in Positionen ist. Zwei Positionen geht es nach vorne. 6 Zehntel ungefähr geht's ja, ran an die erste Position. Aber super spannend. Die ersten 12 hier innerhalb von 0,7 Sekunden. Ist mehr als die Hälfte des Feldes heute mal, die hier weit unter einer Sekunde zusammenrückt. Ja, vorne haben wir 0,2 Sekunden Abstand. Also Husfeld da der Einzige mit einer 34er Zeit aktuell. Wenn auch nur ganz, ganz knapp. Jetzt gehen wir auf Lukas Hunter drauf, der 33er Audi. Gucken, Pierre Meyer, wo ist der? Auf der 8. Ah, diese Runde momentan auch nicht mehr nach Verbesserung, nicht wirklich. Hatten wir ja eben gesehen, dass er da auf jeden Fall das Potenzial hat, nach vorne zu kommen. Aber auch Fischer auf der 16 nochmal 0,2. Geht jetzt so langsam in die letzten 1-2 Runden rein. Ui, auch da 4 Körb mitgenommen. Da verspringt das Auto ordentlich. Schön nach innen geneigt die Kurven. Viele, viele Kurven, die hier nach innen geneigt sind. Haben ja hier nicht die aktuellste Version der Strecke. Zwischen gleicht es ja noch mehr eine Achterbahn, als es ja, jetzt hier in der ACC auch schon ist. Macht sehr viel Spaß, ist aber schwierig zu racen. So, Hunter jetzt leider mit keiner Verbesserung hier. Philipp Witzmann aber hier auf der vierten Position. Dürfte also nochmal interessant werden. Aktuell hat er auch Potenzial für die erste Startreihe. Also wenn hier alle ihr Potenzial ausschöpfen können und eine saubere Runde hinbekommen, dann ja, würden die da alle wahrscheinlich die ersten 3, 4, 5 innerhalb von 1, 2 Zehntel nur sein. Nochmal ein bisschen mehr zusammenrücken. Ja, aber da es hier so schwer zu überholen ist auf der Strecke, ist natürlich die Startposition hier doch nochmal ein bisschen wichtiger als vielleicht auf anderen Strecken. Umso schwitziger ist die ganze Angelegenheit durch diese engen Abstände. Mal sehen, 0,1 Sekunde. Da geht es auf die zweite Position. Also erste Startreihe schon mal sehr, sehr gut. Witzmann, ich guck mal kurz, wo der in der Gesamtwertung steht. Auf der 9. Position, 2 Positionen gut gemacht seit dem letzten Rennen. Ja, die letzten 3 Rennen liefen eigentlich ganz gut. Immer deutlich 2-stellig Punkte geholt. Davor die Rennen liefen nicht immer ganz so gut. Entweder keine Punkte oder 4 und 8 Punkte sehe ich hier, hat er geholt. Also seit 3 Rennen läuft es deutlich besser hier beim Philipp. Mal gucken, heute kann er auch nochmal gut punkten. Jetzt hat Sascha Krupp sich hier auf die 2 gesetzt und Husfeld nochmal vorne mit einer absoluten Bestzeit unterwegs zumindest. Aber er ist hier im mittleren Sektor unterwegs. Also mal gucken, 0,4 Sekunden. Das wäre nochmal eine richtig gute Benchmark hier. Nochmal eine richtige Ansage. Also, wenn das ja, normal läuft heute, hat er sehr, sehr gute Chancen auf den Sieg heute wieder. Und auf die schnellste Runde womöglich auch. Da kommt gerade keiner so wirklich ran. So, Hillegeist nur auf der 6 aktuell. Also, der würde, das ist ja der erste, Husfeld ist ja sozusagen der erste Verfolger. Hier auf der 2. Position, hatte mit Pierre Meyer eine Gesamtwertung getauscht jetzt. Ja, würde sehr viel gut machen, wenn er hier gewinnt und Hillegeist vielleicht nicht so gut punktet. So, 34.640, eine ganze halbe Sekunde nochmal schneller als Sascha Krupp und alle anderen. Das nochmal eine Ansage hier, schön gegen Ende des Qualifyings. Ja, er könnte nochmal eine Zeit setzen, jetzt theoretisch, aber ich behaupte mal fast, dass das reichen wird. Witzmann nochmal mit einer Zehntel, das würde ihn auch nochmal vielleicht auf die 2. Position katapultieren. Ja, ist gerade passiert hier, hier sehen wir es. Also hat sie nochmal Position 2 schnappen können. Gucken wir mal kurz bei Pierre Meyer auf der 4. Ja, da wäre auch noch ein bisschen was drin gewesen, glaube ich. So, wen haben wir noch unterwegs? Chris Schneider, Fischer 0,6 Sekunden auf der 16. Position. Ja, da wird sich so viel nach vorne gehen tatsächlich. Haben da, ja, zwischen 15 und 16 genau vor ihm doch eine halbe Sekunde Lücke, die er jetzt gerade mal zufährt. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Bleiben wir mal kurz auf Schneider drauf. Auch hier geht es jetzt in die letzte Kurve rein. Seine letzte Runde, Zeit nämlich abgelaufen jetzt. Sehen auch schon viele, viele Autos in der Box da rechts. So, auf die 10 geht's hier. Ja, sieht so aus. Damit bleibt nur noch der Herr Fischer, glaube ich. Der 404er Porsche. Aber wie gesagt, da wird es jetzt nicht deutlich nach vorne gehen. Da vorne wird sie nichts mehr tun. Entweder in der Box mit einer ungültigen unterwegs oder rotes Delta. Lukas Hunter plus minus 0. Nein, jetzt auch leider ungültig. Kommt jetzt rein.
Und damit Fischer, der jetzt hier noch einiges verloren hat an Zehnteln, wird jetzt hier auf der 16 bleiben. Und damit haben wir das Qualifying geschafft und haben zumindest von allen eine Zeit gesetzt. Haben ein sehr, sehr dicht befacktes Feld hier. Ganz hinten etwas größere Lücken. Ja, aber das dürfte auf jeden Fall interessant werden. Wir schauen gleich nochmal kurz in Ruhe auf die Gesamtwertung. Erstmal alles einstellen hier fürs Rennen. Race Gas brauchen wir, dann brauchen wir einen Pitstop. Das hatten wir auch, sehr schön. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz, ja, wie es in der Gesamtwertung aussieht. Glaube ich nicht alle dabei hier in den Top 10 in der Gesamtwertung heute. Also Hillegeist immer noch mit 208 Punkten vorne. Abstand relativ groß, aber Husfeld ist wie gesagt auch nicht ganz so viele Rennen gefahren wie Hillegeist. Der hatte 2 Siege. Sonst Husfeld hier mit 1, 2, 3, 4, 5 Siegen. Dann haben wir noch Pierre Meyer und den Chris Kaiser auf der 4 in der Gesamtwertung, der auch nochmal einen Sieg geholt hat. Ich glaube, Kaiser heute nicht dabei, ne? Das richtig gesehen habe. Also, der muss hier nochmal federn lassen. Ich glaube, letztes Rennen, nee, war leider auch nicht dabei auf Zolder. Also, schauen wir mal. Weinzettel haben wir auf der 5 Gesamtwertung heute auch nicht gesehen. Also, auch da wird er ein bisschen was verlieren. Müller haben wir auch nicht dabei. Nee. Also wir sehen hier, da wird sich einiges tun in den Top 10 hier. Schneider auf der 7 in der Gesamtwertung ist aber dabei heute auf der 10. Position. Der wird sich auf jeden Fall freuen. Die nächsten Positionen sind da ja nicht weit weg. Einmal da 8 Punkte und 12 Punkte. Also der wird nochmal ein bisschen nach vorne gerutscht. Oder könnte nach vorne rutschen, sagen wir so. Ja, und Hillegeist startet nun von der 7 heute. Mal gucken, ob es nach vorne geht. Wird eine schwierige Angelegenheit für ihn. Also mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen den beiden vor allem nochmal spannend wird. Pierre Meyer startet von der 4 heute auf der 3. Position hier. Ja, guckt, dass er irgendwie einen Abstand halbwegs klein halten kann. Oder vielleicht mit Husfeld zusammen an Hillegeist rankommt. Startet ja auch vor Hillegeist. Ja, insgesamt 29 Piloten, die wir hier sehen, mit Punkten. Dann Daniela letztes Mal auch knapp an den Punkten gescheitert. Glaubt, durch eine Strafe nochmal aus den Punkten rausgefallen. Hier aber heute auch nicht dabei. Also gucken wir mal. Ja, was da heute so geht, gleich haben wir noch 5 Minuten hier. Ja, können alle nochmal aufs Klo gehen, haben genügend Zeit hier auf jeden Fall. Ja, können gleich nochmal durch die Startaufstellung gehen. Wie gesagt, 20 Autos heute. Ich weiß gar nicht, haben irgendwie gefühlt 10 abgesagt oder so. Ein paar wahrscheinlich sich gar nicht gemeldet. Aber so sieht die Gesamtwertung soweit aus. Damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Startaufstellung. Mal richtige Kamera benutzen hier. Also, Nick Husfeld haben wir auf der 1. Wenn er vorne bleiben kann am Start, dann ja, muss er einfach zusehen, dass er keinen Fehler macht. Vielleicht ein paar Zehntel pro Runde da gewinnen und dann ja, hat er wieder gute Chancen, wie gesagt. Auf der 2. Position haben wir Philipp Witzmann mit der 319. Genau, auf der 2. Position. Also 3-4 Marken auf den ersten 4 Positionen. Das sieht doch ganz gut aus. Da haben wir nämlich einen Lamborghini dann gleich auf der Innenseite. Vielleicht kann er den Witzmann ja ein bisschen gefährlich werden. Wird auf jeden Fall spannend, da die ersten Kurven. Geht's auf Side-by-Side dann durch Kurve 1 und da muss man sich mal ordnen da Richtung die nächsten Kurven. Geht's immer ja, rechts und links rum. Ganz, ganz enge Angelegenheit. Sascha Krupp ist das nämlich hier, die 63. Dann haben wir, wie gesagt, Pierre Meyer, der hier Dritter in der Gesamtwertung ist, mit dem Audi mit der 35 auf der 4. Position. Auf der 5, da haben wir Benedikt Alisch, der BMW mit der 179. Der, wo war der? Auf der 8 insgesamt. Also auch ein Top-10-Fahrer absolut hier. Dann haben wir den nächsten Porsche. Das ist Markus Pieberg, Markiton Racing mit der 202. Dann die Nummer 1, Ricardo Hillegeist mit dem BMW. Auf der 7. Position, der Markenkollege und Teamkollege, würde ich mal fast behaupten. Zumindest Livery nach Philipp Noack hier auf der 8. Position. Ja, guck mal, dass sie die sich nicht gegenseitig raushauen hier. Das wäre noch schöner. Lukas Santa auf der 9. Position mit der Nummer 33 im Audi CF Racing Team. Also hier mittendrin im Getümmel. Mal gucken, ob er nach vorne kommt. Ob er nach hinten verteidigen muss und kann. Chris Schneider, eben schon erwähnt in der Gesamtwertung, dürfte einiges gut machen können heute. Auf der 10. Position startet er. Für Schneider Racing im 91er BMW. Corbin Behnke haben wir dann im, was ist das, ein Audi mit der Nummer 2. Startet von der 11. Mal sehen, ob es noch in die Top 10 geht heute. Chris Hoska haben wir auch im Audi. Der Markenkollege hier auf der 12. Position mit der Nummer 13. Dann haben wir den einzigen Lexus heute. Das ist der Phil Bartel
13. Position, Monkey Town Racing. Ja, Top Speed, wie gesagt, heute maximal auf der Stadt-Stil-Geraden interessant. Sonst, bringt einem das hier auf der Strecke eher wenig. Dann gehen wir weiter zum Aston Martin. Tim Schafhauser ist das hier. Einer von zwei Astons hier auf der Strecke. Er, der bessere Platzierte, startet hier gleich auf der Außenseite. Kurt Hassel dann auf der 15, der Porsche mit der 911, Monkey Town Racing. Dann haben wir dahinter den Herrn Fischer, den Porsche hier mit der 404, startet von der 16. Position. Dann haben wir Lukas im Honda mit der 29, CF Racing Team, Teamkollege da vom 9. Platzierten, Lukas Hunter. Also die kommen sich jetzt erstmal nicht in die Quere, wie es aussieht. André Kaufmann, den haben wir im 2. Aston Martin auf Position 18, die 1, 2, 3. Let's Live in der Gesamtwertung, glaube ich, ein bisschen weiter unten auf der 21. Also kann heute vielleicht auch mal ein paar Punkte mitnehmen. Ist jetzt auch nicht so oft in den Punkten. Dreimal jetzt erst in den Punkten gewesen in 7 Rennen, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ja, 3 von 7 Rennen hat er gepunktet. Mal sehen, ob es hier reingeht in die Top 15 nämlich. Da gibt es Punkte. Ist ja heute gar nicht so schwer, aber 20 Autos. So, einen haben wir noch, das ist der Marcel Lang. Den haben wir hier für Club Racing mit der 27. Startet hier von ganz hinten. Kann sich das ganz in Ruhe anschauen. Mal sehen, wo es für ihn hingeht. Auch da gucken wir vielleicht mal rein kurz, wo er in der Gesamtwertung ist. Auf der 24, ja. Ja, bis jetzt leider nur zweimal gepunktet. Letztes Mal auf Zoll da 10 Punkte geholt. Das ist sein bestes Ergebnis tatsächlich. Ansonsten, ja, 0 Punkte leider, auch 3 DNFs dabei, einmal nicht mitgefahren, auf der 24, wie gesagt, unterwegs, aber vor allem in der Sektion da, in der Gesamtwertung, tatsächlich nur 1, 2, 3, 4 Punkte immer Unterschied, da kann er also ordentlich was gut machen, wenn er denn in die Punkte kommt, dafür muss er noch 3, 4, 5 Autos überholen. So, also, das ist die Startausstellung, geht gleich hier in die Einführungsrunde rein, gehen mal auf die Perspektive vielleicht. Und ja, wo geht's denn sonst noch hin? Wir sind, wie gesagt, in der Mitte der Saison. 10. Rennen, 19 haben wir insgesamt. Dieses Jahr haben wir noch mit heute 3 Rennen. Also heute Sandford. Dann haben wir nächsten Montag Olden Park. Nochmal eine Woche später haben wir dann Misano. Auch eine sehr schöne Strecke, wie ich finde. Auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Platz. Muss man auch sehr viel Körb mitnehmen. Ja, und dann ist erstmal Pause. Zwei, drei Wochen, ja. Dann haben wir am 2. Januar das nächste Rennen erst wieder. Nächstes Jahr starten wir dann ins neue Jahr mit Suzuka. Auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Und dann, ja, bis 20. Februar, dann geht die Saison in Austin auf Kota, sind wir dann unterwegs. Aber das dauert alles noch. Das sind noch, 3 Monate ungefähr. Aber steht noch viel, viel auf dem Plan hier. So, jetzt geht's hier in die Einführungsrunde rein. Also der Husfeld hier links im Porsche führt jetzt das Feld in die Runde hier. Wetter sieht weiterhin gut aus, ein Tick wärmer geworden. Sind hier am Abend 18 Uhr 7 Grad. Eine Stunde haben wir auf dem Plan, einmal in die Box alle. Und mal sehen, können wir wahrscheinlich an einer Hand abzählen heute, wie viele hier überholen werden. Überrundung weiß ich nicht, ist ja doch relativ dicht gepackt das Feld. Ganz hinten hatten wir ein paar Lücken. Mal gucken, ob es da Überrundung gibt. Wenn überhaupt, dann, weil irgendeiner einen Unfall hatte, nochmal in die Box rein muss oder sowas reparieren muss. Sonst denke ich, wird es sich hier im Rahmen halten. Ja, fahren wir bei Husfeld vielleicht mal mit. Können wir mal ein bisschen noch die Strecke begutachten hier. Sind jetzt hier noch am Ende des ersten Sektors. Moin Pierre, viel Erfolg. Hier mitten oder am Ende des ersten Sektors. Das geht hier alles Vollgas. Auch hier links den Körb nicht unbedingt so viel mitnehmen. Der ist relativ hoch. So, dann geht's hier rechts den Berg hoch. Jetzt gerade noch relativ entspannt. Geht aber Vollgas alles hoch und dann, ja, wird hier beim Häuschen bei dieser Fahne ungefähr gebremst. Einmal anbremsen. Ich glaube, dritter oder vierter Gang. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Geht's hier rum. Da braucht man ordentlich Aerodynamik und Abtrieb, dass man hier schön rumziehen kann. Geht's wieder leicht hoch. Kleiner Linksknick hier. Da wird man gerne ins Gras gefahren. Und dann kurz anbremsen. Hier rechts, ja, kann man relativ viel Körb mitnehmen. Jetzt natürlich nicht in der Einführungsrunde. Wie hatte ich schon erwähnt, Ausgang. Bisschen aufpassen. Dann nochmal eine harte Anbremszone. Hier vielleicht nach T1 die nächste Möglichkeit, mal anzugreifen, zu überholen. Hier die breiteste Stelle auf der Strecke. Einmal rechts rüber, über die Bodenwelle hier. Dann eng links rum. Und dann möglichst früh aus Gas gehen, den Schwung mitnehmen. Da gibt es auch mal eine schöne Vollgaspassage hier in so einem kleinen Linksknick. Und dann geht es hier gleich Richtung Audi S. Gehen wir mal auf die Außenperspektive hier.
Ja, startet auch keiner aus der Box, wie es aussieht. Also alle hier gleich in der Startausstellung unterwegs. So, jetzt geht's hier, wie gesagt, Richtung Audi S. Auch nochmal eine harte Anbremszone. Auch ein recht aggressiver Körper auf der Innenseite. Dann geht's hier links rum, schön nach innen geneigt. Bisschen lupfen und dann wieder Vollgas raus über so eine kleine Kuppel rüber. Zumindest im Auto sieht man das ein bisschen besser. Und da hat man schon fast geschafft. Nochmal eine Anbremszone über einen kleinen Hügel hier. Und dann Vollgas auf die Stadtzielgerade. So, gehen wir mal in die Heli-Perspektive. Geht nämlich gerade in die Zweierformation rein. Witzmann sehen wir hier im BMW auf der Außenseite gleich. Bin mal gespannt, ja, ob er dem Porsche gefährlich werden kann. Busfeld, ja, seine große Aufgabe wird sein, am Start gleich vorne zu bleiben. Weil dann hat er alles im Griff vorne, dich den Sieg zu holen hier. Moin Erdinger, nicht deine Lieblingsstrecke, kann ich verstehen. Heute sind aber auch nicht ganz so viele Autos hier, 20 sind es an der Zahl. Aber alle, die mitfahren, haben heute gute Chancen, Punkte zu machen. Hatten wir uns ja eben angeguckt. So, gucken wir mal hier. Boxeneinfahrt sehen wir auch nochmal rechts. Ein kleiner Schlenker. Wird auch nochmal interessant. So, los geht's. Der Porsche auf der Innenseite. Ja, kommt erstmal ganz gut weg. Der BMW kann erstmal daneben bleiben. Mal gucken, der Lambo muss sich vielleicht gegen Pierre Meyer da wehren. Auf der Außenseite der Audi. Davon kommt noch der nächste BMW an. Aber hier vorne bleibt Husfeld erstmal vorne. Wir gehen kurz hier ins Mittelfeld rein. Hier gibt es fast eine kleine Berührung. Aber Kurve 1 geht schon mal ganz gut. Aber jetzt hier die nächsten Kurven werden immer sehr interessant. Und da sehen wir Pierre Meyer ein bisschen off-track und da hinten einige off-tracks. Oh, großer Stau hier. Wir gehen mal 20 Sekunden zurück. Gucken wir mal, was da passiert ist. Da ist ja eine Hälfte des Feldes stehen geblieben. Also mal gucken, wer da vielleicht gut profitieren konnte. Schauen wir mal, was da passiert ist. So, da oben. Da ist einer quer gekommen oder ja, BMW quer und dann gibt es da die große Kettenreaktion. Dahinter wird gebremst, so gut wie es geht, aber der ein oder andere kracht nochmal in den Hintermann rein. Unten sehen wir den Porsche von Kurt Hassel, müsste das glaube ich gewesen sein, der da komplett quer stand oder Linz Live, einer von beiden. So, mal gucken. Da sehen wir noch die beiden BMWs, Witzmann und Nurk. Oh, Witzmann hat hier einiges verloren, 17 Positionen. Der war ja von sehr weit vorne gestartet, von der 3 müsste das ja dann, ne, 2 sogar gewesen sein. Oh, sehr, sehr schade für ihn hier. Oh Mann, das Rennen ist ja gefühlt schon gelaufen für ihn. Mann, Mann, Mann. Gucken wir gleich mal in die Position Deltas rein. Jetzt gucken wir erstmal hier, ob wir ein paar Zweikämpfe sehen. Hat sich natürlich relativ zügig geordnet hier, denn es ist sehr eng. Da hast du nicht viel Platz, um mal Side by Side zu gehen. Linz Live. Nee, Linz Live war es nicht. Also Kurt Hassel war das ja, der Querstand noch. Hat sich gerade lang geholt. Gucken wir mal auf Hassel vielleicht. Ja, hier 3 Positionen verloren. Ging es auch ein Stück nach hinten hier. Also kein guter Starter. Ja, war aber nur eine kleine Berührung, würde ich mal behaupten. BMW wurde da gedreht und dann stand er da quer und alle, ja, auf die Bremse, links, rechts versucht irgendwie vorbeizugehen möglicherweise. Kleine Ursache, große Wirkung. Ja, damit hat sich das Feld natürlich vor allem hinten schon ein bisschen auseinandergefriemelt. Da ab Position 13, 14 sehen wir schon einige Lücken. Lukas ist da hinten an Hassel dran, können wir ja vielleicht mal kurz drauf gehen. Vielleicht sehen wir hier das erste Überholmanöver ja schon T1. Nee, hier noch nicht, das reicht nicht so ganz. Ja, Husfeld auf der 1 kann sich schon 2 Sekunden jetzt gleich mal absetzen. Also schon mal den Hintermann aus dem Windschatten rausbekommen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Sascha Krupp ist auf jeden Fall gut durchgekommen. Wir schauen uns die Position Deltas mal kurz an. Und sehen, hier haben viele, viele natürlich profitiert. Witzmann, Noack, die ganz großen Verlierer. Noack ist auch in die Box reingefahren auf der 20. Position. 17 und 12 Positionen jeweils verloren. Und ja, großer Gewinner ist Tim Schafhauser und der Fischer auf der 9. Die haben beide 6 und 7 Positionen gewonnen. Linz Live, Marcel Lang 14 und 15, aber auch nochmal eine Handvoll. Sehr, sehr gut hier. Oh, und da bis er wenig zu weit rauskommt, da wird es hoppelig. Und jetzt hier Krupp auch mit einem Fehler diesmal. Nicht mit Fremdeinwirkung, geh auf die Bremse. Ja, gut. Oh, also da haben sich mal 1, 2 Autos von vorne verabschiedet jetzt. Eieieiei. Der muss natürlich jetzt hier warten. Also, was für ein Start hier heute. Sehr, sehr schade hier. Auch Krupp natürlich jetzt ein großer Verlierer. Ist aber, ja, eigenverschulden, muss man leider sagen. Da muss er sich an die eigene Nase fassen. Zu weit rausgekommen. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir endlich 2 Kämpfe bekommen. Unfälle haben wir jetzt genug gesehen fürs Rennen. Ersten 5 Minuten sehr, sehr turbulent. So, Nick Husfeld haben wir jetzt auf der 1 mit einer 1,35, 3,70, 3 Sekunden weg. Und Chris Schneider jetzt hier, ja, kann nicht auf die Innenseite gehen, der Porsche von Pielberg verteidigt hier. So, aber außenrum probiert das natürlich. Manchmal kann man sich daneben halten. Diesmal allerdings nicht. Da geht nicht mehr viel beim Lambo, der wird auch reinfahren, denke ich mal. Nurk immer noch in der Box, der muss da lange, lange reparieren. Stiftung Plankentest, ja. Ja, die hat aber auf jeden Fall mal gehalten, würde ich sagen. So, was haben wir hinten? Kaufmann, gerade gegen Lang ist das, genau. Gehen wir mal vielleicht auch zurück.
wahrscheinlich T1 angegriffen. Ja, ein bisschen langsam unterwegs gerade der BMW, oder? Weiß gar nicht, ob der Schaden hatte. Auf jeden Fall geht hier der Aston Martin vorbei, Kurve 1. Relativ einfach, muss man sogar sagen. Ja, der Lambo ist auch reingefahren. Hier sehen wir es nochmal. Jetzt sind wir wieder im Live-Bild. Gucken wir kurz auf Behnke rauf. Hier haben wir ein Audi-internes Duell. Oder gucken wir kurz, ob der BMW nochmal kontern kann. Fünf-Position hat er gewonnen. Sieht also sehr gut aus. Eben hier gegen den Aston die Position verloren. Weil es auf jeden Fall vorbeigelassen hat. Vielleicht gab es da ja irgendwas. Sah relativ einfach aus, wie gesagt. So, Noack jetzt auch rausgefahren. Musste reparieren. Ja, und ja, statt 70 Sekunden, wenn ich es richtig sehe. Ja, wird jetzt nicht unbedingt Reifen gewechselt haben, weiß ich nicht. Macht jetzt auch den Braten nicht mehr fett bei so einem Schaden. Aber muss natürlich jetzt die 55 Minuten durchfahren mit dem Reifensatz. Das Auto auch etwas schwer jetzt natürlich. Also mal gucken, hat natürlich erstmal freie Fahrt halbwegs. Das ist das Gute. Die anderen, die halten sich natürlich alle gegenseitig hier auf. So, Hille Geist auch einiges an Positionen gewonnen. 3 Stück nämlich. Also für die Gesamtwertung sehr, sehr gut. Der direkte Konkurrent auf der 1, Pierre Meyer auf der 3 inzwischen. Und was haben wir hinten? Oh, was machen die denn hier? Knutschen hier so ein bisschen rum. Schauen wir mal kurz 10 Sekunden zurück. Oh, der Aston Martin hier irgendwie. Hab ich gar nicht mal ganz gesehen, in Strauchen gekommen. Der Porsche hinten rein. Eieiei. Und dann geht er auch rechts gleich in die Box rein. Kurt Hassel, der bleibt erstmal draußen hier. Also, vor allem hinten hat es heute schon ordentlich gekracht, muss man sagen. Also, Action, Action hier. So, jetzt gucken wir aber endlich mal. Hier haben wir eine schöne Gruppe inzwischen. Hinter Fischer, das ist der Porsche und der Audi guckt hier auf die Innenseite rein, geht komplett über den Curb. Und wie gesagt, hier an der Stelle kann man ganz gut mal angreifen, sich auf die Innenseite setzen. Aber hier macht der Porsche dicht, nimmt da sehr, sehr viel Curb mit hier. Ja, sah komisch aus allerdings. Aber hier haben wir eine schöne Mittelfeldgruppe. Alisch hat Meyer und Hillegeist relativ dicht hinterher. 2-3-4 ist das nämlich. Mal gucken, ob Pielberg da nochmal anschließen kann. Und Schneider hängt ihm da auf der 6 direkt dran. Aber wir bleiben mal kurz hier. Gehen jetzt Richtung, ich will mal Schumacher S sagen. Ist aber das Audi S hier. Da kann man jetzt natürlich nicht angreifen. Muss sich hier eigentlich nur auf den Exit in der letzten Kurve konzentrieren. Dann für die Startzielgerade vielleicht. Schauen wir mal, ob sich hier was tut. So, letzte Kurve hier in die Kussfeld mit der nächsten schnellsten Runde. Oh, der Porsche kommt zu weit raus. Und das ist natürlich ein Fehler, den man hier gut ausnutzen kann, wenn man sich daneben setzen kann, natürlich nur. Aber da muss der Audi vielleicht noch ein bisschen lupfen. Sonst hätte er den Porsche getroffen. Und jetzt geht's hier in den Windschatten auch dahinter. Das nächste Duell vielleicht. Naja, der Lexus haut da so ein bisschen ab, kriegt natürlich den Windschatten vom Porsche. So, jetzt hier auf die Innenseite. Kann sich der Audi daneben setzen, ist die Frage. Ja, Porsche bleibt außen. Dahinter der Lexus bleibt auch weiterhin vorne. So, jetzt hier Cyberside. Ganz, ganz klassische Situation hier auf der Strecke. Ja, kann sich aber vorbeidrücken. Schönes Überholmanöver von Corbin Behnke. 2 Positionen gewonnen damit. Frankenlob, moin moin. Danke für dein Raid. Hoffe, ihr hattet, oder du hattest ein schönes Rennen oder schöne Rennen. Ja, kommt relativ pünktlich hier, die ersten Minuten erst verpasst. Einige Unfälle. Also, das ist nicht so schön im Rennen, habt ihr nicht gesehen. Aber hier haben wir gerade ein schönes Überholmanöver beobachten können. Guck mal kurz auf den, nee, auf Lukas. Oh, was ist mal lang los? Was steht der hier fast im Weg? Irgendwas ist doch bei dem heute. Der ist sehr langsam. Ich weiß nicht, hat der Schaden? So, da ging Honda vorbei und der Aston dahinter fast reingekracht. Hat er nicht mit gerechnet. Ja, da muss irgendwas sein. Der steht jetzt hier an der Strecke und, glaube ich, runtergegangen. Ja, kann leider nicht mal anklicken. Müsste jetzt hier links gleich verschwinden. Damit sollten wir noch 19 Autos haben. Der Lambo steht immer noch in der Box, leider. Hoffe, der fährt nochmal raus. So, Lukas hier auch mit der gelben Flagge. Gucken wir mal da, was da passiert. Ist ein bisschen Gras mitgenommen hier. Und da dreht es den Honda leider weg. Witzmann geht jetzt hier noch vorbei, der BMW. Und da oben ist auch irgendwas passiert, glaube ich. Also, ganz, ganz komische Situation heute im Rennen. Ordentlich Blechschäden auf jeden Fall. So, Kurt Hassel ist auf jeden Fall gerade vorbeigegangen. Der ist jetzt zumindest mal wieder auf seiner Startposition unterwegs. So, wir gucken mal ein bisschen nach vorne mal. Da waren wir jetzt noch nicht so viel. Technischer Defekt. Eieiei. Also, Pierre Meyer haben wir hier auf der 3. Position eine gewonnen. Hillegeist direkt dahinter. Ja, der wird sehr, sehr interessiert sein, den Pierre Meyer zu überholen. Sonst würde Pierre Meyer so ein paar Pünktchen aufholen auf ihn in der Gesamtwertung. Aber momentan wird hier hinterhergefahren. Hassel haben wir vorne, wie gesagt, immer noch auf der 1. 3 Sekunden, 35,225 genau gesagt. Seine schnellste Runde.
Aber die Verfolger auch nicht so viel langsamer. Also Benedikt Ahlisch mit einer 35,3, Pierre Meyer 35,3, Hillegeist 35,4. Danach werden die Abstände ein bisschen größer, was die schnellsten Runden angeht. Also wird eine zähe Angelegenheit. Pace-technisch sind die alle nicht so weit auseinander. Und das ist dann ohnehin schon schwer zu überholen. Und wenn du dann noch so eine Strecke hast wie hier, wo nicht so viel Platz ist, nicht so viele Überholmöglichkeiten, dann ja, wird es umso schwieriger. Aber hier riecht so ein bisschen was nach einer Überrundung. Also der Audi hier unten, den haben wir gesehen. Der ist an der 404 hier am Porsche vorbeigegangen. Kann sich auch schon ganz gut absetzen hier. Und Phil Bartel, der Lexus, ja, scheint ja auch ganz gut Druck machen zu können jetzt. Also Lexus gegen Porsche gleich auf der Geraden. An sich eine relativ eindeutige Angelegenheit. Ist nur die Frage, ob der Lexus den Schwung auch mitnehmen kann. Muss ein bisschen Abstand vielleicht lassen, sonst läuft er da vielleicht auf. Aber ich denke, das reicht hier, um ganz normal Vollgas aus der Kurve jetzt hier rauszukommen. Voll auf den Pinsel, rechts rum. Und dann gucken wir mal, ob die Topspeed reicht, um am Ende der Geraden zumindest mal daneben zu gehen. Gehen wir vielleicht mal auf Fischer drauf hier. Ja, wir sehen, der Lexus kommt da ran, aber es reicht tatsächlich noch nicht so ganz. So, das hatte ich gerade gesehen. Chris Schneider, den haben wir hier auf der sechsten Position. Eine halbe Sekunde an Markus Pielberg dran, der da mit den Top 4 aktuell offenbar nicht mithalten kann. Oder vielleicht hat er auch einen kleinen Fehler gehabt. Auf jeden Fall der Abstand jetzt schon über 4 Sekunden. Was war Fischer los? Gerade weggeschaltet und da gibt es einen Fahrfehler, würde ich mal fast behaupten. Da hat zu viel Körb mitgenommen und dann rutscht er da am Ende des Körbs weg. Da in so ein kleines Loch rein. Der Lexus und der Audi kommen hier vorbei. Bartel und Zoske gewinnen damit eine Position. Oh, 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 oh. Da weiß ich, ob die Lenkung nicht mehr so ganz funktioniert. Da kam er zu weit raus, nochmal in die Wand rein. Das Rennen ist jetzt auch schon wieder gegessen, muss man, glaube ich, sagen. Mal gucken, ob er noch in die Box fährt oder nicht. Wenn er sich teleportiert, dann geht es nämlich nicht weiter. Und Lukas schon wieder hier neben der Strecke. Also auch da läuft es wieder nicht gut. So, ich weiß, ob Krupp nochmal rausfährt, der Lambo. Oder ob der hier stehen bleibt. Moin, Axel. Ja, irgendwie ein etwas kurioses Rennen. Also mit Racing hatte das bis jetzt selten was zu tun, leider. Klar, am Start passiert immer mal wieder was. Aber auch hier ein paar technische Defekte. Einige Fahrfehler haben wir gesehen. Also wir sehen, die Strecke verzeiht nicht allzu viel. Aber vielleicht, ja, sehen wir ja hier irgendwo nochmal zwei Kämpfe. Da hinten sehen wir Schafhauser gerade reinfahren. Fischer, ja gut, klar, der kann jetzt nicht mehr so gut fahren. Muss jetzt hier einen nach dem anderen vorbeilassen. Gehen wir davon aus, dass er in die Box fährt und nochmal rausfährt. Denn wie gesagt, heute gehen ja eigentlich fünf Autos oder fünf Piloten ohne Punkte nach Hause. Ein Auto ja leider runter, damit nur vier Piloten, die keine Punkte holen. Lohnt sich also vielleicht doch weiterzufahren. Wer weiß, was bei den anderen nochmal so passiert. Ist ja doch schon einiges passiert. Ja, leider haben wir auch einige, die vorne gestartet waren. Witzmann auf der 13, der einiges verloren hat. Auch der Lamborghini Krupp, der vorne gestartet war. Der hat da auch einiges jetzt einbüßen müssen durch den Fahrfehler leider. Moin Milo. Ja, mehr neben der Strecke als auf, hat man das Gefühl tatsächlich. Also, sehr, sehr turbulente Startphase hier. Eher nicht im schönen Sinne. Für die Fahrer sowieso nicht zum Zuschauen. Ja, ist spektakulär, aber ist nicht das, was wir sehen wollen natürlich. Also, gucken wir mal hier vorne. Eine Sekunde, da hält sich der Abstand jeweils. Wir sehen auch schon einige in die Box jetzt. Das sind natürlich alle, die da schon mal neben der Strecke waren und in der Wand. Die müssen ihren Boxstopp doch deutlich nach vorne ziehen. Werden also ziemlich ausgelutschte Schlappen haben nachher. So, Strafen aber noch keine, glaube ich. Guck mal kurz in-game nach, ob wir da schon was haben. Doch, Sascha Krupp, SG30. Steht ja in der Box immer noch. Hat eine SG30 bekommen. Ja, das Rennen könnte behaupten, oder ich meine mal, dass er nicht mal rausfährt. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Würde nur hinterherfahren. Also wird es wahrscheinlich leider nichts mit den dicken Punkten heute. So, Chris Oskar haben wir hier. Für den ist ganz gut. Drei Positionen ging es nach vorne in die Top 10 jetzt erstmal rein. Guck mal hier, Bartel hat er vor sich, die beiden ja eben in dieser Vierergruppe gewesen. Behnke da oben, sehen wir ihn gerade in der Kurve 1. Kann sich ja da absetzen. Der Porsche hatte sich leider verabschiedet. Der Fischer steht immer noch ja, in der Box zum Reparieren auf der 15. Lukas ist ihm gefolgt. Und jetzt geht's hier vorbei am Lexus. Also da haben wir jetzt auch den Positionswechsel gesehen. Hier in dieser Gruppe. Ja, wurde doch nochmal ein bisschen überholt. So, mal sehen, ob er dann jetzt hier wegfahren kann. Und ob er sich hier den Markenkollegen nochmal schnappen kann. Der ist inzwischen 3,5 Sekunden weg. Also da muss er ja ordentlich spurten, um nochmal ranzukommen. So, Hillegeist, da habe ich so das Gefühl, dass er dem Pierre Meyer ein bisschen gefährlich werden kann. Unter einer Sekunde ist er dran.
Also hier vorne ist es zumindest mal spannend. Im Rennen, in der Gesamtwertung auf jeden Fall auch. Ah, Dr. Zunuak, der ist jetzt ja aus der Box raus, hängt jetzt hier an Kaufmann dran. Wahrscheinlich direkt hinter Kaufmann rausgekommen. Der war nämlich auch schon drin, also Boxenstopp bereinigt. Auf der Strecke, jetzt haben wir noch einen verloren. Ja, der Lambo ist jetzt auch vom Server runter. Also 18 Autos nur noch. Damit, ja, drei, die hier leer ausgehen werden heute. Also wer Punkte holen will, hat heute ganz gute Chancen, wie gesagt. Ja, Noack, der hat noch keinen Punkt geholt. Also nicht dabei, hier einen Punkt zu holen. Der 16. bekommt nämlich keine. Platz 15 wäre nämlich ein Punkt. Da ist gerade der Kaufmann drauf und da schnuppert er dran. Genauso wie Hillegeist hier am Pierre Meyer immer mal wieder sich bemerkbar gemacht. Aber Alisch kommt da jetzt auch nicht super schnell weg. Kleine Lücke nach hinten, eine etwas größere nach vorne, 4 Sekunden. Also Husfeld hier hat alles im Griff, wie gesagt. Der darf sich einfach keinen Fehler erlauben. Muss hier im Prinzip einfach nur vor sich herfahren, in Anführungsstrichen. Aber hier auf der Strecke muss man sehr, sehr konzentriert bleiben. Also bleiben wir bitte ein bisschen auf Hillegeist drauf. Warten mal, ob vielleicht im Mittelfeld noch was passiert. Schneider-Pielberg. Da haben wir ja noch 5-6, 1,5. Zoske Bartel. Ich glaube, Zoske kann sich da ganz gut absetzen, wollte ich sagen. Aber Philipp Noack, das ist hier der Teamkollege von Hillegeist. Der ist jetzt hier im Windschatten dran. Und vielleicht sehen wir hier mal wieder eine Überholmanöver. Zwei Überholmanöver hatten wir, glaube ich, schon gesehen hier. Aber der Aston Martin bleibt erstmal vorne. Aber ist ein bisschen langsamer als der BMW. Der musste da echt aufpassen. So, dahinter haben wir eine sehr, sehr große Lücke. Lukas da. Okay, stimmt, nicht ganz vier Runden. Ist die gleiche Runde noch. Aber ist da so ein, zwei Kurven hinterher. So, Fischer auch wieder unterwegs. Der hat hier aber fast eine Runde Rückstand. Also können wir mal ein bisschen hier auf dem BMW bleiben. Beobachten, ob vorne was passiert. Ja, durch ein nicht ganz so großes Feld heute, durch die ganzen Vorfälle, hat sich das Feld schon nach einer Viertelstunde ganz gut sortiert. Haben jetzt tatsächlich nur so ein, zwei interessante Stellen. Sonst haben wir ja gerne mal die ersten sind sozusagen ein enges Mittelfeld. Hätte ich mir heute auch gewünscht. Im Qualifying hatte sich das ja abgezeichnet. Aber hier ja, hat sich es dann ganz gut aussortiert, leider. Ja, Track Focused. Schön an der Nordsee hier. Ist ja nur so ein paar Meter da hinten um die Ecke. So, dann müssen wir uns entscheiden, die beiden BMWs hier greifen gerade die Vorderleute an. Ja, hier den Aston. Hillegeist vorne den Audi. Und dann kommt auch noch ein Porsche an. Ist aber keine direkte Position. So, jetzt kommt der Aston zu weit raus. Mal gucken, der BMW will natürlich jetzt auf die Innenseite gehen und ist schon vorbeigegangen. Also der Aston hat da nicht zugezogen. Aber vielleicht hat er genügend Schwung im Windschatten, um nochmal anzugreifen. Dahinter kommt noch ein Porsche an. Wer ist denn das? Der kann sich ja eigentlich nur überrunden. Könnte Kurt Hassel sein? Guck mal kurz. Ja, Kurt Hassel auf der 12. Ja gut, der war noch nicht in der Box, deswegen haben wir jetzt gerade hier eine Überrundungssituation. Der wird natürlich mal wieder ein bisschen nach hinten fallen. Wenn er denn reinkommt, denk mal so in 10, 15 Minuten werden die meisten dann zum Boxenstopp kommen. So, gehen wir mal zum Teamkollegen. Ja, Meier, der muss hier wirklich in den Rückspiegel schauen. Nach vorne ein bisschen über eine Sekunde zu Alisch. Also der kann natürlich davon profitieren. Aber so wirklich schneller als die anderen ist er tatsächlich nicht. Die sind hier alle in den schnellsten Runden bei 35,3. Husfeld vorne eine Zehntel schneller. Also tut sich nicht so viel. Auch der Abstand bleibt hier bei 4 Sekunden. So, schauen wir mal. Geht Pierre Meyer auf die Innenseite? Nein, der BMW guckt auf der Innenseite, aber reicht nicht. Also, der Audi natürlich ganz, ganz stark hier auf der Geraden. Damit, ja, muss er sich nicht ganz so große Sorgen machen, der Pierre. Aber das bedingt auch, dass man gut aus der letzten Kurve rauskommt. Wenn du da ein bisschen zu weit am Exit ins Kies kommst, oder in die Düne vielmehr, im Sand, dann wird das oft bestraft dann Richtung T1. So, der Lexus bleibt erstmal dran an Zoske, wie es aussieht. Eine Sekunde. So, gehen wir ein bisschen durchs Feld, dann kriegen wir mal alle hier ins Bild rein. Also, in den Kursfeld haben wir hier auf der 1. Relativ entspannt mit 4 Sekunden. Da hinten sehen wir den BMW von Benedikt Alisch, der momentan ja auch sein Rennen fahren kann hier. Wie gesagt, hofft, dass so ein Zweikampf hier was passiert. Pierre Meyer auf der 3. Hillegeist verfolgt ihn hier direkt. Da bleiben wir vielleicht doch mal einen Moment drauf. Mal gucken, ob der BMW besser hier rauskommt Richtung Audi S. Der hängt nämlich schon direkt hier im Genick. Also ein halbes Auto passt da noch rein. Mal sehen, die Nase da reinhalten ist sehr, sehr tricky.
Da musst du eigentlich hoffen, dass der Vordermann ein bisschen überschießt. Dann kannst du mal daneben gehen. Aber Pierre Meyer, das ist ja kein Anfänger hier. Der lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Hält sich also auf der dritten Position. Wir gehen mal kurz weiter. Auf der 5 haben wir Markus Pieberg. Auf Position 5 wird er auch noch ganz gut gejagt hier von Chris Schneider. Mal gucken, ob sich da der Abstand verkleinert. Dann haben wir Corbin Behnke, der ist relativ einsam unterwegs hier auf der 7. Auch der Chris Soske mit 5 Sekunden Rückstand, 2 nach hinten zu Bartel. Kann sie jetzt doch so ein bisschen absetzen hier vom Lexus-Piloten auf der 9. Auf der 10 haben wir Linz Live, der hat auch sehr viel Ruhe. Witzmann, ja, 9 Positionen verloren. Er hätte sich heute sicherlich ein Podium ausgerechnet. Immer noch in den Punkten natürlich, aber Platz 11, ja, wird da nicht zufrieden sein. Dann haben wir Kurt Hassel auf der 12 eben gesehen beim Überrunden hier. Am BMW ist er nämlich auch vorbeigekommen jetzt. Dann haben wir Tim Schafhauser auf der 13 der Aston Martin. Der erste hier, der schon Boxenstopp absolviert hat. Lukas Hunter auch schon drin gewesen auf der 14. Philipp Noack haben wir auf der 15 mit der 99. Ganz, ganz dicht dahinter, 1,3 Sekunden. André Kaufmann im Aston Martin. Dann haben wir den nächsten Lukas hier auf der 17 im Honda, der, ja, wie gesagt, in der gleichen Runde ist. Also 6 Runden, wie es hier steht, stimmt nicht. Der ist nämlich, genau, hier auf derselben Geraden unterwegs. Und der Fischer, der auch schon in der Box war, 1,5 Minuten anscheinend, wenn ich es richtig sehe, auf der 18. Ja, da ist auch nicht mehr viel zu holen heute, von der 16 gestartet. Also mit Punkten, ja, muss er ein bisschen drauf hoffen, dass vorne was passiert. Ja, ihr seht es tatsächlich nur hier ums Podium ist es interessant. Sonst haben wir es ja ganz oft so, dass vorne es relativ langweilig ist. Und sonst im Mittelfeld ganz, ganz viel los. Heute mal umgekehrt hier. Aber ich fürchte auch, dass wir nicht so viele Überholmanöver sehen werden. So, gehen wir auf Pierre Meyer drauf, würde ich mal sagen hier. Ja, Pierre Meyer nicht so ganz die Strecke ausgenutzt, die Breite hier am Ausgang. Ja, Pierre Meyer, der leistet natürlich unfreiwillig Schützenhilfe für Husfeld, wenn er Hillegeist hinter sich hält. Das hilft ihm da vorne natürlich. Wo war Alisch in der Gesamtwertung? Nochmal kurz nachgucken. Auf der 8. Position. Nächste Position ist 12 Punkte weg. Der Chris Schneider, der ist auf der 6. Position. Also da kann er auch möglicherweise verkürzen. Also für ihn läuft das auch ganz gut hier für den BMW-Piloten auf der 2. Position. Ja, wir haben tatsächlich hauptsächlich 3 Marken vorne. Porsche, BMW und Audi. Der Lexus auf der 9 nochmal. Dann haben wir wieder nur Porsche und BMW. Und dann die beiden Aston Martins und der Audi ganz hinten. Mal gucken, wer da noch ein bisschen nach vorne gespült wird. Wie gesagt, die ersten 12 müssen ja nochmal reinkommen hier. Ja, am Start ist der Audi auch immer sehr stark. Also, der haut da immer ab. Das ist echt interessant zu sehen. Aber natürlich auch in der Topspeed sehr, sehr gut unterwegs. Ja, Mittelfeld, immer wieder orangene Zahlen. Oh, was bei Lukas los? Ah, hier wieder einen Fehler gehabt anscheinend. Ja, fährt aber weiter. Ja, wir gucken mal bei Witzmann und Live vielleicht die letzten 3 Runden rein. Da sehen wir, der holt ordentlich, ordentlich auf der 11. Position. Also 2 Sekunden pro Runde. Gut, der war ja auch von sehr weit vorne gestartet. Linz Live war von sehr weit hinten gestartet. Die haben sich hier mal in der Mitte getroffen. Er von der 19 auf die 10. Sehr, sehr gutes Rennen. Aber ich fürchte, Witzmann wird ihn sich hier irgendwann schnappen können. Kommt da, wie gesagt, in sehr, sehr großen Schritten ran. Und dran ist auch Hillegeist immer noch am Pierre Meyer. Aber wo willst du vorbeigehen? Könnt ihr mal mitfahren. Das ist relativ frustrierend. Du merkst, du kannst schneller. Aber wenn da kein Platz ist, dann ist das halt nicht so einfach hier. So, Alisch jetzt mal 2 Sekunden weg da vorne. Schon ein paar Zehntel mal wieder gewonnen. Aber der Abstand zu Husfeld bleibt gleich. Weiß aber, dass er vorne verwaltet oder einfach nicht schneller kann. Aber die sind ja, wie gesagt, nicht so weit auseinander. Eine Zehntel in der schnellsten Runde. Oh, jetzt ist Witzmann hinten vorbeigegangen. Das sah aber relativ easy aus. Aus der letzten Kurve ist er schon vorbeigegangen. Weiß nicht, ob der Porsche ihn vorbeigelassen hat. Hat er vielleicht selber gemerkt, dass der ja ganze 2 Sekunden pro Runde schneller ist. Das ist dann vielleicht nicht ganz so sinnig, sich zu verteidigen und auch womöglich noch einen Unfall zu provozieren. So, Witzmann damit jetzt zumindest mal wieder in die Top 10 reingefahren. Der dürfte hochmotiviert sein. 18 Sekunden zur nächsten Position. Mal gucken, Phil Bartel. Ja, dürfte auch einen Tick, oder? Weiß ich gar nicht. Nee, schnellste Runde auch relativ ähnlich. Aber Lexus war auch viel in Zweikämpfen unterwegs.
kann jetzt dem Zoskin nicht mehr groß gefährlich werden im Moment. 2 Sekunden jetzt der Abstand hier. Also kommt hier so ein bisschen weg zumindest. So, wer geht in die Box? Der Fischer geht schon wieder in die Box. Guck mal kurz, ob er eine Strafe hat. Nee, keine Strafe. Strafen haben wir aktuell keine ausstehend. So, mal gucken, ob hier Meier das jetzt hier noch durchhält. Ja, wird sehr interessant. Ich hatte das beim Qualifying angesprochen. Wenn es auf der Strecke nicht klappt, kann es vielleicht über den Boxenstopp klappen. Die sind hier ja Stoßstange als Stoßstange. Also, da ist ein guter Boxenstopp ganz wichtig. Vielleicht gibt es ja den Positionstausch. Wird sehr interessant zu sehen sein. Ja, das einzige direkte Duell aktuell auf der Strecke. Sonst hat es sich sehr gut geordnet verteilt. Wir sehen es auf der Karte. Ich hoffe, Fischer fährt nochmal raus. Weiß nicht, warum der jetzt nochmal reingekommen ist. Wird er schon wissen, warum. Also, Hillegeist macht auf jeden Fall Druck. Mithalten, kein Problem. Ob er schneller kann wirklich. Ja, wird sich zeigen, wenn er vorbeikommen sollte. Jetzt hier auf der Innenseite. Hält er die Nase rein. Aber wie gesagt, nächste Kurve ist links rum. Da kann man sich vielleicht nochmal verteidigen. Aber nein, Pierre Meyer muss jetzt die Position hier abgeben. Also, nach 25 Minuten ungefähr gab es jetzt den Positionstausch zwischen den beiden. Also, gucken wir mal, ob Hillegeist jetzt hier wegfahren kann. Alisch wird das sicherlich auch inzwischen registriert haben, dass es den Positionswechsel hinter ihm gab. Und jetzt wird er das natürlich auch beobachten, ob der Markenkollege rankommt. Und wenn ja, dann könnte es doch mal schwitzig werden für ihn da unten. Aber ich denke mal, bis zum Boxstopp wird er sich auf der 2. Position halten. Endlich Track Focus. Ja, das wird interessant. Bis zum Boxenstopp, ein paar Minuten, denke ich mal, werden die alle noch draußen bleiben. Hier sehen wir die ersten 4 auf der Geraden. Da vorne auch Hussfeld. Wird es erstmal so bleiben. Und dann schauen wir mal, wie es nach den Boxenstopps aussieht. Ja, erstmal hier auf die 2. Position gefahren. Wir machen mal den Durchlauf weiter. Ich weiß nicht, wo wir genau stehen geblieben sind. Machen einfach mal auf 5 weiter. Markus Spielberg haben wir hier auf der 5. Da passiert nicht so viel. Chris Schneider haben wir auf der 6. Position. 4 Positionen gewonnen, genauso wie Corbin Behnke auf der 7. Chris Zoske, ja, immer noch den Lexus im Nacken. Aber erstmal keine direkte Gefahr hier. Auch 4 Positionen gewonnen. Philipp Witzmann haben wir gerade gesehen. Am Porsche vorbeigegangen von Linz Live. Ja, 4 Sekunden schon der Abstand. Aber wundert nicht, 2 Sekunden pro Runde ist er ungefähr schneller. Kurt Hassel haben wir hier mit 3 Positionsgewinnen auf der 12. Der muss noch in die Box. Alle ab da müssen nicht mehr rein. Tim Schafhauser haben wir hier mit der Nummer 30 im Aston Martin. 15 nach vorne, 15 Sekunden nach hinten. Recht entspannt, was das zumindest mal angeht. Lukas Hunter, der 33er Audi. Den haben wir auf der 14. Philipp Noack haben wir auf der 15. Ja, auch leider ein Verlierer hier im Rennen heute. André Kaufmann im Aston Martin auf der 16. Dann haben wir den Lukas auf der 17. Und Fischer, der steht schon sehr lange in der Box. Keine Ahnung, ob der jetzt auch abstellt. Dann hätten wir, ja, schon 3 Autos leider verloren. So, da habt ihr es gesehen. Hillegeist fährt jetzt bereits rein. Relativ pünktlich zur Halbzeit. Ja, was macht Pierre Meyer? Bleibt er noch ein bisschen draußen? Hat er genug Sprit? Weil, ja, weiß ich nicht. Wirklich was rausfahren scheint er nicht zu können. Sonst wäre er ja ein bisschen weggekommen vom Hillegeist. Also wahrscheinlich wird er jetzt auch nicht so viel länger draußen bleiben. Außer natürlich, er spekuliert darauf, dass er dann frischere Reifen hat und dann vielleicht nochmal angreifen kann. Aber bin mal gespannt, wenn er dann reinkommt, beziehungsweise dann wieder rauskommt, wo Hillegeist sich dann platziert, vor ihm oder hinter ihm. Auf jeden Fall, ja, Hillegeist ist jetzt der Erste, der reinfährt. Regulär, sage ich mal. Alle anderen waren ja gezwungenermaßen durch irgendwelche Unfälle schon reingekommen. Fischer, ja, scheint, glaube ich, auch abgestellt zu haben. Also, 2 aktive Autos auf der Strecke, die heute ohne Punkte momentan nach Hause gehen. Oh, Pierre Meyer darf natürlich keinen Fehler machen, sonst hat sich das ohnehin erledigt. Also, gute Chancen, heute Punkte zu holen. Gucken wir kurz auf den Lexus. Ja, jetzt mal wieder 1,5 Sekunden an Zoske dran. Also, mal ein bisschen rangekommen, mal ein bisschen weggekommen. Fährst ja nicht jede Runde gleich. Aber insgesamt, ja, tut sich hier auch nicht super viel. So, wo kommt der Ricardo raus? Auf der 12 erstmal. Hinter seinem Teamkollegen praktischerweise. Der macht hier aber Platz. Ah ne, das war die Überrundung. Aber trotzdem Teamkollege. Aber direkte Position ist der Kurt Hassel hier vorne, der Porsche. Aber auch der muss nochmal rein. Also das erledigt sich irgendwann in den nächsten Minuten ohnehin.
dann sollte Hillegeist, ja, Position 2 oder 3 wieder haben. Busfeld hat so einen kleinen Vorsprung rausfahren können inzwischen. Knapp über 4 Sekunden jetzt im Moment auf Alisch. Und Pierre Meyer kommt jetzt rein, also eine Runde später. Damit können wir auf Hillegeist mal kurz draufbleiben. Gucken mal, wo er dann ja, sich platziert. Beziehungsweise wo Pierre Meyer dann rauskommt. Also die Entscheidung wird hier relativ zügig gefällt. Pierre Meyer nicht lange draußen geblieben. Wie gesagt, ja, rausfahren kann er anscheinend nichts. Hat dann ja auch nur eine Runde frischere Reifen. Macht jetzt nicht so den großen Unterschied. So, Schneider rein, Binke rein. Wird etwas voller in der Boxengasse, in Anführungsstrichen. Sind ja nicht so viele Teams da. Hat man genügend Platz. Ja, hoffen wir auch, dass in der Boxengasse alles funktioniert. Dass man sich da keine Strafe holt. Aber vielleicht gibt es da noch mal ein paar interessante Konstellationen, wenn noch einer mal zur DT muss. Aber wir sind rausgekommen jetzt hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo Pierre Meyer ist. Wir gehen mal in die Heli vielleicht, dann können wir es ein bisschen besser sehen. Irgendwo rechts müsste gleich noch ein Audi sein in der Boxengasse oder bei der Ausfahrt. Schauen wir mal, da ist er, glaube ich. Ist er das? Hoffe. Ja, das war er. Also Hillegeist ist vorne geblieben. Meyer kommt da direkt hinter raus. Das heißt direkt 2,3 Sekunden immerhin. Also, hat gut funktioniert hier der Boxenstopp. Beide aber einen guten Boxenstopp hingelegt. Hat sich gar nicht viel getan in der Boxengasse selber. Aber damit bleibt die Reihenfolge so, wie sie ist. Und Hillegeist, gute, gute Chancen hier, Position 2 zu holen. Wenn Husfeld vorne keinen Fehler macht, natürlich. So, was haben wir? Oh, ins Live. Bisschen off-track gewesen hier. Aber ich wollte gerade gucken. Schafhauser, der ist hier am Behnke dran. Boxenstopp bereinigt das Duell zwischen dem Aston Martin und dem Audi hier. Hillegeist, denke ich, wird relativ zügig da am Porsche vorbeikommen. Markus Piebeck auf der 3 kommt jetzt rein. Also nicht mehr viele, die hier zum Tanken rein müssen, zum Reifen wechseln. So, da was passiert in dieser Rechts-Links-Kombination. Hillegeist erstmal auf die 8 gegangen. So, Chris Toske kommt rein auf der 5. Piebeck hatte ich schon erwähnt. Ja, mal gucken, wie lange Husfeld draußen bleibt. Kann er sich eigentlich relativ gut aussuchen, wann er reinkommt. Wird keinen großen Unterschied machen, denke ich mal. Ja, hier in der Mitte haben wir eine kleine Gruppe. Aber Kurt Hasse muss auch nochmal reinkommen. Bleibt aber noch draußen. Also den müssen wir jetzt hier mal rausrechnen. Hillegeist und Pierre Meyer hier hintereinander. Ja, ich weiß nicht, ob Pierre Meyer doch nochmal gefährlich werden kann. Sah jetzt im ersten Sinn nicht so aus. Bisschen schade. War zwar ganz schön, da mal eine halbe Stunde einen engen Kampf zu sehen, mehr oder weniger. So richtigen Kampf gab es ja dann doch nicht, war eher ein Hinterhergefahre. Was uns jetzt hier auf der Strecke nicht wundert. Aber Hillegeist überholt jetzt hier den nächsten. Lenz Live ist das. Das ist aber auch alles, ja, nur halbherzig verteidigt natürlich. Wissen die selber, dass das keinen Sinn macht, wenn man da selber nochmal in die Box rein muss. So, Alisch. Achso, geht nur in die Box rein. Also, er kommt rein. Husfeld bleibt noch draußen. Wer fehlt uns noch? Der Lexus fehlt uns noch. Der ist momentan mal auf der 3. Position. Witzmann, ja, auf der 4. Da hätte er sich auch gesehen ungefähr. Auch ohne oder nach dem Boxenstopp. Der wird aber noch mal ein bisschen durchgereicht werden. So, Pierre Meyer muss jetzt hier auch so ein bisschen durchkämpfen. Aber ich denke, hier wird er auch vorbeigelassen werden. Na, 2 auf 1 Streich an beiden Porsche vorbei. Jawohl. Auch mal eine interessante Situation. Ich denke mal, Kurt Hassel wird da jetzt nicht nochmal reinhalten. Wird jetzt dahinter gehen. Pierre Meyer damit wieder direkt hinter Hillegeist. So, über den Porsche. Ja, auch im Zweikampf auf der Strecke. Aber auch hier positionstechnisch haben die eigentlich nichts miteinander zu tun. Lenz Live. Ne, was erzähle ich denn da? Quatsch. Lenz Live und Hasse sind positionstechnisch relevant füreinander. Das waren ja beide noch gar nicht in der Box. War da gerade ein bisschen in der Zeile verrutscht. Ja, kleiner Rutscher auch hier vom Porsche. Aber beide kommen gleichzeitig rein. Also zwischen den beiden Porsche wird es vielleicht nochmal interessant hier. Die kommen jetzt hier gleichzeitig rein. Ich hoffe, hat sich keiner eine DT bis jetzt geholt. Guck mal kurz rein. Ne, bis jetzt alle Strafen frei geblieben. Also da wird es nochmal spannend. Hier 7 und 8 momentan. Alisch jetzt auch schon wieder rausgekommen. Hinter Alisch, hinter Hillegeist. Also Hillegeist hat sogar den Alisch überholen können. Alisch hatte auch, ja, 2-3 Sekunden länger in der Box gebraucht. Also da gab es jetzt den Positionswechsel. Also Hillegeist kann jetzt hier auf der 2. Position ins Ziel kommen vielleicht.
Mal sehen, vielleicht wird es ja hier nochmal spannend. Wenn die beiden sich behaken, kann Pierre Meyer nochmal profitieren. Den haben wir da im Hintergrund gesehen, den Audi. Also 2, 3 und 4 hier noch relativ dicht zusammen. Sehr schön zu sehen. Und der Führende ist jetzt auch reingekommen. Da sehen wir ihn. Der Teamkollege dahinter steht auch. Und Bartel, mal gucken, ob er reinkommt. Ist der Letzte, der noch reinkommen muss. Die beiden Porsche hatten wir gesehen. Vorne der Porsche rein. Damit nur noch er und Behnke. Wo will der denn hin? Zur Nordsee. Da kann er nach dem Rennen hin. Ah, ein bisschen quer kommen, dann hier der Körper hat ihn ausgehebelt und dann geht es einmal hoch auf die Düne. Da hat man eine gute Aussicht wahrscheinlich. Ja, muss er mal gucken, dass er hier irgendwie auf die Strecke heil kommt, auf der 9. Position jetzt. So, jetzt gucken wir mal kurz, der Porsche, Linz Live, müsste an Hassel vorbeigekommen sein, ja. Linz Live stand 38 Sekunden, Hassel 46. Also da musste noch ordentlich was repariert werden, wie es aussieht. Ja gut, da wundert es jetzt nicht, dass Linz Live die Position gewonnen hat. Also es ist jetzt auch nicht super spannend hier mit 6,6 Sekunden, die beiden Porsche trennen. Ja, schade. Wäre schön gewesen, wenn die beide gleichzeitig rausgekommen wären. So, Lucas Santa haben wir hier an Chris Soske dran. Also sehen wir mal den ein oder anderen Zweikampf. Der Lexus ist jetzt auch reingekommen. Damit haben sich die Boxenstopps erledigt. Schalte ich mal aus und gucken mal, was sich so ergibt. Ja, Hillegeist tatsächlich 2 Positionen über die Boxenstopps gewonnen. Sehr, sehr gut. Gutes Rennen für ihn. So, haben wir gerade noch einen verloren. Ja, müsste... Wer war das jetzt? Weiß ich gar nicht mehr. 17 Autos nur noch von 20. Also ordentlich Schwund heute. War ohnehin kein allzu großes Feld. So, Lexus direkt dahinter kommt raus, hinter Hunter. 2,5 Sekunden. Also gucken wir mal. Wir haben hier im Mittelfeld 8, 9, 10, 11, so maximal 3 Sekunden Unterschied oder Abstände. Vielleicht tut sich da ja nochmal was in den letzten 24 Minuten hier. So, es fällt inzwischen 7 Sekunden Vorsprung. Also da ist der Abstand auch nochmal größer geworden. Auch einen sehr, sehr guten Boxenstopp hingelegt. So, ich glaube, wir haben keine Strafen. Oh, Kurt Hassel hat eine SG30 auf der 14. Position. Ah, schade. Der ist jetzt auch gerade reingefahren, wie ihr seht, zur SG30. Ja, damit hat sich das Duell der beiden Porsche ohnehin noch mehr erledigt. Weiß nicht, ob Noack da nochmal profitieren kann. Wo ist denn der? Ja, müsste eigentlich. Locker ist hier gerade in der letzten Kurve. Wird jetzt hier die Position gewinnen. Bei Kaufmann bin ich mir nicht so ganz sicher. Der ist jetzt hier erst im Audi S. Also Kurt Hassel steht jetzt hier. Ging kurz auf Lucas Hunter, der hier den Audi-Kollegen jagt. Ja, ein bisschen kühler geworden. Nach Regen sieht es überhaupt nicht aus. Das wäre nochmal ein schöner Faktor hier. Mal ein bisschen Spannung reinnehmen. Aber wir haben tatsächlich so ein paar Zweikämpfe. Podium ist sehr, sehr interessant. 2, 3, 4 auf jeden Fall. Pielberg und Schneider 5, 6 auch nur eine Sekunde auseinander. Also, vielleicht wird es ja nochmal eine richtig schöne zweite Hälfte hier. Oder letztes Drittel fast, muss man ja sagen. So, da geht es am Honda vorbei von Lukas, glaube ich, müsste das sein. Hassel jetzt komplett nach hinten gerutscht durch seine SG30. Da sehen wir ihn. Lukas, der Nächste, ja, der ist hier ein, zwei Kurven weiter vorne. So, gehen wir auf Toske rauf. Also, 17 Autos noch, 15 Positionen bekommen Punkte. Also, eine Strafe, SG30, sonst alle in der Boxengasse ganz brav gewesen. Gucken wir mal, wann der Audi jetzt hier vorbeikommt. Und ob sich vorne noch was tut. Alisch immer noch eine Sekunde knapp drunter dran. Meier eine Sekunde dran. Da gehen wir gleich nochmal hin. Aber wir warten mal ein bisschen ab, ob hier was passiert. Fahren mal hier beim Lucas Hunter mit. Ja, Husten ist fast weg. Aber ein paar Tage noch, dann bin ich wieder komplett fit, glaube ich. Hoffe ich. Also 22 Minuten noch. Wir sind jetzt in der 24. Runde. Ein Drittel haben wir noch vor uns. Eine sehr, sehr turbulente Startphase. Dann wurde es Richtung Boxenstopp so ein bisschen langweilig. Da hatten wir nicht viele Zweikämpfe. Aber jetzt ist es auch relativ vielversprechend hier nach den Boxenstopps. Sage ich, ja, tut sich immer ein bisschen was. Lucas Santa, der stand auch relativ lange. 45 Sekunden fast. Bisschen mehr. Da ja ein bisschen zurückgefallen. Da haben sich dann ein paar neue Konstellationen gebildet. Und jetzt gucken wir mal, ob Alisch hier angreifen kann. Also der lässt sich nicht abschütteln, wie es aussieht. Hillegeist. Der versucht bestimmt alles, um nochmal Richtung Husfeld zu kommen. Der holt sich hier hoffentlich, sag ich schon, wahrscheinlich seinen nächsten Sieg. Seinen 6. müsste das sein. Ja, sein 6. Sieg. Und die nächste schnellste Runde.
Also wieder 31 Punkte, die er sich hier schnappen kann. Illegeist auf der 2. Würde ein paar Pünktchen verlieren. Aber das ist noch, ja, ertragbar, sage ich mal. Das ist nicht viel, was er da verliert. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das für Platz 2 gibt. Ich glaube, 27. Müssen 27 sein. Also würde 4 Punkte verlieren nur. Aber der hat ja, ja, fast 40 Punkte Vorsprung. 39 Punkte Vorsprung. Also würde 35 Punkte immer noch Vorsprung haben dann, wenn es so bliebe. Also kein Grund zur großen Sorge zumindest für Hille Geist. Solange er da immer ja vorne mitfährt auf dem Podium, hat er weiterhin gute Chancen auf den Gesamtsieg. Aber wir haben noch viele, viele Rennen vor uns. 9 Stück hiernach noch. Da ist noch lange nichts entschieden. So, alles jetzt mit der schnellsten Runde. 35-2-2-2. Müsste tatsächlich die schnellste sein. Das resettet sich leider nach den Boxenstopps immer. Aber kommt ganz gut hin. Ich glaube, vorhin hatten wir auch eine 35-2. Ja, sehr gut unterwegs. Also Reifen funktionieren, Druck passt anscheinend. Bisschen anpassen musste man vielleicht, hier ein Tick kühler geworden. Und wir sehen es hier auch, wie er schon richtig Druck machen kann inzwischen. Pierre Meyer da so ein bisschen abgeschlagen momentan mit 2,3 Sekunden. Also der Benedikt hier gerade sehr gut im Rhythmus drin. On fire hier. Macht dem Hillegeist Druck. Husfeld wird es freuen. Da wird der Abstand vielleicht noch größer werden. Lukas Hunter eine Sekunde, bisschen drunter. Anzoske weiterhin dran auf der 9. Piebeck Schneider haben wir auch nochmal ein Duell vielleicht. Hier haben wir die beiden nämlich, der BMW und der Porsche. Gucken wir mal in die letzten drei Runden rein. Ja, da sehen wir so ein paar Zehntel mal ran, mal ein paar Zehntel ein bisschen weggekommen hier. Aber insgesamt 0,3 Sekunden dran. Auch sehr, sehr spannendes Duell hier. Also, drei Duelle haben wir jetzt im Angebot. Sehr gut, 19 Minuten noch. Und vor allem ganz vorne ist es interessant. Denn Alisch, wie gesagt, der würde hier, glaube ich, am meisten profitieren. Platz 8 in der Gesamtwertung. Also, könnte nochmal einen guten Rutsch nach vorne machen. Oh, was ist hier passiert? Lukas offenbar wieder mit einem kleinen Fehler. Hassel jetzt doch mal wieder eine Position gewonnen. Also, 2,3 Sekunden fehlen noch. Dann kann er sich zumindest nochmal einen Punkt abstauben hier. Aber wir gehen wieder auf die Podiums, aufs Podiumsduell hier. Ja, war nicht unbedingt zu erwarten. Weiß nicht, was bei Alisch vielleicht war da irgendwas im ersten Stint. Der ist ja nicht wirklich weggekommen von dem Audi und dem BMW hier. Aber hier kann er jetzt offenbar schneller als sein Kollege. Also er bleibt hier richtig schön dran am Diffuser. Ah, ist die Frage, wo er vorbeikommt. Muss den BMW ständig unter Druck setzen. In der Hoffnung, dass der Ricardo hier vorne einen Fehler macht. Aber weiß nicht, ob das so schnell passieren wird. Auch kein Nasenbohrer. So, Hassel holt hier auf Kaufmann. Gucken wir hier mal kurz rein in den letzten Runden. Ja, 2 Sekunden pro Runde locker. Also für Hassel könnte es nochmal in die Punkte gehen heute. 1,5 Sekunden fehlen dann nur noch. Da müssen wir natürlich auch ein Auge drauf werfen. Oak mit einer gelben Flagge. Na, ein bisschen rausgekommen irgendwo wahrscheinlich nur. Ja, auf Position 3 gehen. Ja, tut sich jetzt doch einiges im Feld tatsächlich. Also Hassel erwähnt. Anton Soske weiter dran. Binke Schafhauser hätten wir noch. Piebeck Schneider. Und dann die 2, 3, je nachdem, ob man Pierre Meyer da nochmal mitrechnen möchte. Ja, aus seiner Sicht hofft er natürlich, dass da ein bisschen was passiert vorne, dass sie nochmal Side-by-Side in irgendeine Kurve gehen, sich mal ein bisschen da vielleicht zur Seite drücken, dass es da Berührung gibt, dass er dann hier auf einen Schlag mal eine Sekunde aufholen kann. Dann kann er vielleicht hier im Windschatten auch mal, ja, mithalten und mitwirken. Aber hier auch reizt noch nicht für T1. Wir gehen zu Kurt Hassel mal kurz rüber auf die 16. Wie gesagt, der kommt hier in ganz, ganz großen Schritten ran. Kann man fast von ausgehen, dass er hier relativ einfach vorbeikommt. Also, weiß ich nicht. Kaufmann wird sich natürlich hier verteidigen. Geht immerhin noch um eine Position und um einen Punkt. Und dann gehen wir zu Pielberg. Na, jetzt wird es hier reichen wahrscheinlich. Oder der Aston Martin außenrum. Hält nochmal dagegen. Ja, Hassel hat er nochmal zurückgezogen. Hätte vielleicht durchziehen können, aber war sich vielleicht nicht sicher. Nicht, dass er da zu weit rauskommt und den Aston Martin trifft. Na, jetzt hier auf der Geraden wird es wahrscheinlich eher schwierig. Hier geht es jetzt in den Windschatten rein. Mal sehen, der Porsche im Windschatten kann vielleicht mithalten. Mal sehen, ob er die Geschwindigkeiten mit Richtung T1 nehmen kann. Ja, bremst sich jetzt daneben. Mit dem Porsche kann zu spät bremsen, aber reicht hier nicht ganz, um vorbeizugehen. Also Kaufmann, der wehrt sich hier natürlich, wie gesagt. Und bleibt erstmal davor. Moin, Pete. Danke für dein Raid. Herzlich willkommen.
gleich 103 Leute. Hoffe, hattet ein schönes Rennen. Seit Silverstone, glaube ich, ein bisschen gefahren, ne? Moin Lachs, herzlich willkommen hier. Ja, wir sind auf Sandford unterwegs, wie ihr seht. 16 Minuten haben wir noch. Erster Stint war nicht super spannend, aber jetzt hier nach den Boxenstopps hat sich einiges getan. Hier hinten sehen wir den Porsche, 2-3, können wir ein bisschen durchgehen. Haben wir hier im Zweikampf Pierre May jetzt 3 Sekunden dahinter. Da läuft es gerade nicht ganz so gut. Und Pilberg haben wir hier hinter dem BMW. 5-6 ist das nämlich, Schafhauser Behnke 7-8, Toske Hunter 9-10. Ja, also wie beim Wiener Walz hätte ich fast gesagt, schöne Paarbildung, die wir da im Mittelfeld haben. Leider haben wir auch 3 Autos verloren hier. Eine SG30, sonst glaube ich steht gerade nichts aus. Nee. Also in der Boxengasse, sonst alles gut gegangen. Und damit gehen wir zu Kurt Hassel. Da gehen wir ins Replay rein. Ah, hier aus der Linkskurve raus. Ah, der Aston zu weit raus. Kommt aber nicht ins Gehoppel wie der Lambo, der leider nicht mehr dabei ist. Ja, jetzt hat er mal geguckt, ob er hier auf der Innenseite da die Nase reinhalten kann. Aber wir sehen, Kurt Hassel ist bereits vorbei. So, da ist eine Überrundung. So, jetzt kommen wir gar nicht hinterher hier mit den Zweikämpfen. Behnke, Schafhauser haben wir hier, T1, da gibt es keinen Angriff. Gucken wieder bei Alisch rein, der jetzt immer noch die schnellste Runde hat. Ganz knapp, 5 Hundertstel. Nick Hussel mit einer 35,277 unterwegs. Hat natürlich jetzt hier schon 8 Sekunden Vorsprung. Aber der eine Punkt für die schnellste Runde würde aktuell an Benedikt Alisch gehen. Das freut ihn sicherlich noch mehr. Der wird hier in der Gesamtwertung am meisten profitieren, wenn es so bliebe. So, gehen wir mal zu Behnke rüber. Hallo Max, moin moin. So, ein bisschen weniger als eine Viertelstunde. Das Wetter sieht weiterhin gut aus, wird also ein Trockenrennen bleiben. Und wie gesagt, hier die ersten 15 bekommen Punkte. Also 16, 17 hier nicht. Kaufmann wird vermutlich leer ausgehen. Lukas sieht momentan auch so aus. Also fast alle kommen hier in die Punkte, die noch unterwegs sind. Ist die Frage, wie viele Punkte man sich holt. Vor allem im Mittelfeld, wie es immer so ist in der Gesamtwertung, ist es auch halbwegs eng. Da zählt wirklich jeder Punkt. Da gehen wir aber Schafhauser rauf. Auf den Aston Martin hier. Jetzt geht es durch Schumacher. Oh, für Schumacher erst sagen. Audi S hier Richtung vorletzte und letzte Kurve. Da könnte der Audi eigentlich mal angreifen, finde ich. Wenn er jetzt hier gut durchkommt natürlich. Nicht so weit rauskommen auf den Sand. Na, reicht es? Kriegt er den Schwung jetzt hier mit? Er kommt bereits jetzt schon ran hier in der Beschleunigungsphase. Also das wird jetzt sehr, sehr interessant. Der Aston Martin geht auch schon auf die Innenseite. Der hat das natürlich mitbekommen. Und jetzt geht es hier außenrum nur noch. Ja, hält sich zurück, macht hier vielleicht einen Switchback. Nee, ja, schade. Vielleicht hätte er sich außen halten können und dann angreifen. Aber macht hier schön Druck. Vielleicht macht der Aston Martin ja einen kleinen Fehler. Das ist immer die Hoffnung, die größte Hoffnung, die man hier haben kann. So ein kleiner Strohhalm sozusagen auf dieser Strecke. So, Alisch macht hier auch Druck. Ja, hier reicht es nicht, um daneben zu gehen. Aber sehr, sehr gut unterwegs hier in diesem Stint, muss man sagen. Ah, Pierre Meyer spielt da momentan keine große Rolle auf der 4. Fast 3 Sekunden ist er da hinten, ja, weg. So, Schneider, Pieberg. Porsche jagt hier den BMW. Auch da gehen wir natürlich mal auf die Eckperspektive. Oh, falsche Kamera, aber auch Eckperspektive. Auch hier wird schon mal ein bisschen verteidigt. Ja, hier gehst du nicht daneben. Hier gehst du dahinter. Konzentrierst dich hier auf den Exit. Manchmal kann man hier noch Richtung der vorletzten Kurve angreifen, wenn du hier besser rauskommst. Aber auch nur wenn. Wir sehen hier die Grüße vom Pilberg. Weiß auch, vielleicht hört er ja zu. Kann ja sein. Ja, aber der BMW mit der 91 bleibt hier vorne. Wir gucken nochmal auf die Position Deltas. Hier kurz vor Schluss. Und sehen, ja, Witzmann, der da, ja, gedreht wurde, würde ich mal fast behaupten, in der Startphase mit 10 Positionsverlusten von der 2 gestartet. Ganz, ganz ärgerlich für ihn. Philipp Nuak auch unglücklich heute auf der 14. Hunter mit 1 Positionsverlust. Ja, sonst alle anderen ein gutes Rennen so gesehen. Zumindest mal Position gehalten. Die, die nicht mehr dabei sind, das sind die, die ganz viel verloren haben. Linz Live ein bisschen off-track. Ändert aber nichts. Ah, Schafhauser jetzt hier am... Nee, nicht vorbei. War mal kurz daneben der Audi wahrscheinlich. Behnke immer noch an Schafhauser dran. Mal wieder die Manufakturen rein. Aber da rückt es gerade ein bisschen zusammen. Das andere Duell hier, Zoske und Hunter, die nähern sich da an. Also nochmal eine Vierergruppe in der Schlussphase. Das sieht doch sehr, sehr vielversprechend aus hier. Hier vorne sieht es eigentlich auch vielversprechend aus. Aber Illegeist, der lässt sich hier nicht beirren.
macht keine großen Fehler. Der hat das natürlich im Blick mit der Gesamtwertung. Bin ich mir ziemlich sicher. Guckt, dass er hier die zweite Position nach Hause fährt. Wenn es Position 3 wird, auch nicht super schlimm. Aber auf hier auf der Strecke kannst du schlecht überholen, das weiß er. Also einfach Linie halten, dann wird er schon irgendwie hinhauen. So, Pierre Meyer dahinter auf der 3. Dann haben wir das Duell Schneider-Pielberg. Pielberg da ein bisschen rausgekommen. Also der Abstand ein Tick größer geworden. Und dahinter haben wir dann die vielleicht Vierergruppe. Gleich mal schauen. 1,8 Sekunden noch zwischen den beiden Zweikämpfen hier. Wenn wir mal vom Aston Martin gucken, da sehen wir die nächsten drei Autos. Ja, nach vorne wird es nicht mehr groß gehen, denke ich. 15 Sekunden Abstand. Außer natürlich, dass der Zweikampf da auf 5 und 6 geht ein bisschen schief, sage ich mal. Sonst im hinteren Feld passiert nicht viel. Da hat es sich auch sehr, sehr gut geordnet soweit. Witzmann holt, denke ich mal, auf Bartel auf. Können wir vielleicht mal kurz reingucken. Ja, immer einige Zehntel, die er hier aufholt. Aber ich fürchte fast, für Witzmann wird es Position 12 bleiben. Ja, jetzt weiß ich, wo wir entscheiden sollen. Mittelfeld oder nach vorne. Gerne haben wir mal Scharfhauser rauf. Ja, für ihn gilt dasselbe wie für Hillegeist vorne. Kein Fehler machen, dann hat er gute Chancen auf die siebte Position. Aber Konzentration muss hoch bleiben. Wir sind ja schon 50 Minuten unterwegs. Und wenn du da 1, 2, 3 Autos direkt hinter dir hast, das macht die Sache auch nicht unbedingt einfacher. Also je nachdem, manche lassen sich da nicht auf so Ruhe bringen. Manche werden da sehr, sehr nervös. Und dann auf einer Strecke, wo du dir keinen Fehler erlauben darfst, einmal ein bisschen zu weit raus und dann kann es schon mal ungemütlich werden. Das ist nicht unbedingt einfach. So, alle schworen jetzt gerade mal eine Sekunde weg. Das ist verhältnismäßig viel. Na, gehen wir auf den Audi vielleicht drauf. Also, drei Audis jagen hier in Aston Martin. Jetzt sind sie auch schon direkt ran, die anderen beiden. Damit haben wir jetzt auch hier offiziell eine schöne Vierergruppe. Wie gesagt, drei Audis, ein Aston Martin. Mal gucken, wer sich hier durchsetzen kann. Werden nochmal interessante 9 Minuten, hoffe ich jedenfalls. Bin mir da relativ sicher. Weiß nicht, was Pielberg hier nochmal veranstalten kann, der da eben ein bisschen off-track war. Aber hier Position 5 nochmal angreifen kann. Aktuell, ja, sieht es nicht ganz so danach aus. Hillegeist kann sich hier weiterhin auf der 2 halten. Und hier ist der Führende, den holen wir auch nochmal ins Bild. Hier der Porsche von Monkey Town Racing, das Team hier mit einigen Autos unterwegs heute. Ja, hat hier wahrscheinlich einen Start-Ziel-Sieg vor Augen. Oh, jetzt hat es da gekracht, der Audi hier. Natürlich immer, wenn wir nicht dabei sind. Hat er spät rausgezogen, zu spät vielleicht. Und dann trifft er hier den Aston Martin, dreht sich selber weg. Muss jetzt die beiden Audi-Kollegen vorbeilassen. Und auch der Lexus ist noch vorbeigezogen hier, der Phil Bartel. Damit hat er jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, dass er da nochmal eine Position gewinnt. Ja, schade, jetzt haben wir hier nur noch eine Dreiergruppe, beziehungsweise dann jetzt noch hier vielleicht ein Duell, wenn Behnke den Bartel nochmal gefährlich werden kann. Was ich glaube, Bartels schnellste Runde 36,1, Corbin Behnkes schnellste Runde 35,6, also eine halbe Sekunde schneller. Denke mal, wir werden hier um Platz 10 auch nochmal gleich einen Zweikampf sehen. Deswegen gehen wir wieder auf die dritte Position. Die beiden BMWs jetzt hier in der letzten Kurve. 8 Minuten haben wir noch. Der Führende gerade in die 33. Runde gefahren. Ja, wie viele Runden haben wir jetzt noch? Sind das 4, 5 Runden? Sowas um den Dreh müssten das sein. Gucken wir mal, was hier noch geht. Hillegeist wird froh sein, wenn das Rennen vorbei ist. Alisch wird sich denken, ja, vielleicht denken, das Rennen könnte noch länger gehen. Aber vielleicht hat er auch schon sich damit abgefunden, dass er jetzt hier nicht vorbeikommt. Außer der Vordermann macht einen Fehler. Das heißt, einfach dranbleiben, Druck hochhalten. So, jetzt haben wir jetzt hier das Dreiergespann jetzt ganz gut zusammengerückt hier. Jetzt haben wir noch zwei Audis, die den Aston Martin jagen. Ja, Behnke jetzt doch ein bisschen verloren auf den Lexus. 2 Sekunden. So, der Aston Martin geht bereits jetzt schon rüber. Wir schauen mal hinten raus. Oh, jetzt geht der erste Audi auf die Außenseite. Ja, mal gucken, ob es außenrum klappt. Ups, falsche Kamera. Außenrum hält er sich jetzt. Muss natürlich aufpassen. Hinter ihm ist ja noch der Nächste, der da mal auf die Innenseite gehen kann, wenn die Innenseite auf ist. Also, nochmal richtig interessant hier in den Top 10. Gucken wir mal. Fahren wir bei Lukas Hunter mit. Hier dem Audi-Piloten mit der 33. Ja, Zoske ist in einer ganz schwierigen Situation. Vorne will er angreifen, von hinten kriegt er Druck. Wenn es vorne nicht funktioniert mit dem Angriff, könnte die Lücke auch sein, wie gesagt. Und Lukas Hante könnte reinstechen und ihm seine 8. Position streitig machen. Ja, haben auf jeden Fall Spaß. Wir gucken kurz bei Pielberg rein. Der ist jetzt wieder direkt am BMW dran von Chris Schneider.
Auch der steht schon lange, lange unter Druck hier. Hatte mal eben so ein bisschen Verschnaufpause, als der Porsche etwas weit draußen war. Jetzt ist er aber, wie gesagt, wieder dran. Und ja, hofft, dass er in den letzten 6 Minuten nochmal sich Position 5 holen kann. Wird aber schwierig auf der Geraden. Kann er nicht wirklich angreifen. Und sonst haben wir hier wenig, wenig Überholmöglichkeiten. Mittlerer Abschnitt, wie gesagt, vielleicht kann er nochmal sich reinbremsen, wenn er richtig dicht dran ist nach diesem Rechtsknick den Berg runter. Hier wird es jetzt erstmal nix. Geh mal kurz zu Hunter rüber. Dahin ist Alexus, da hinten ist der nächste Audi. Also Mittelfeld noch ganz dicht zusammen. Das sah vorhin nicht unbedingt danach aus. Da hatte sich das ja relativ früh auseinandergezogen durch die... oder durch den relativ großen Startcrash. Einige Fahrfehler haben wir gesehen. Hat sich aber relativ sortiert und sehen jetzt nur noch wenig Fehler bei den Piloten. Also kaum noch Leute off-track zum Glück. Hier hätten wir uns von Anfang an gewünscht hier. So, Benke holt jetzt doch wieder ein bisschen auf den Lexus auf. 1,5 Sekunden. Hat doch mal wieder ein paar Zehntel verkürzen können. Ja, geht jetzt in die letzten 5 Minuten rein. 21 Grad Strecke und Luft haben wir. 7 Uhr abends. Ja, wir werden keinen Sonnenuntergang heute sehen, leider. So wie gestern Abend leider auch nicht. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Aber geht ja trotzdem noch hier auf der Strecke heiß her. Mal sehen, ob wir hier auch was Ähnliches sehen, was Schönes sehen, wie ein Sonnenuntergang. Nochmal ein, zwei schöne Überholmanöver hier. Knistert auf jeden Fall ordentlich. Die Zeit drückt aber. Das heißt, die beiden Audis ja, werden vielleicht mal einen Angriff mehr starten als vielleicht am Anfang des Rennens, wo man noch ein bisschen Zeit hat. Denn jetzt ist nicht mehr viel auf der Uhr, nicht mehr viele Runden. Führende jetzt in der 35. Runde. Gucken wir ganz kurz bei Alisch nochmal rein. Können uns hier vergewissern. Die beiden BMWs immer noch in der gleichen Reihenfolge. Ja, Pierre Meyer kann nicht ganz mithalten hier auf der 4. Oder will nicht mithalten. Weiß ich nicht. 5 Sekunden insgesamt. Oder inzwischen. Abstand wird doch größer und größer. Wird wahrscheinlich Position 4 bleiben. Denn Schneider ist hier mit dem Porsche beschäftigt auf der 5. Position. Also da ist genügend Abstand, um sich der Position 4 zu holen. So, letzte Kurve. Mal sehen. Kommt er jetzt besser raus? Der Aston Martin wird sicherlich wieder rübergehen. So ist es auch. Ab in den Windschatten. Und jetzt, glaube ich, wird es langsam eng. Jetzt wird er wieder auf die Außenseite gehen. Jetzt ist die Frage, kann er sich daneben halten für die nächsten Kurven? Nase leicht vorne, aber es geht immer noch rechts rum. Oh, da bleibt mir die Stimme weg schon fast. Aber wir sehen auch Zoske, beziehungsweise Hunter, der da richtig drückt. Muss auch aufpassen, den 13er Audi nicht zu treffen. Oh Mann, das geht nochmal richtig zur Sache hier. Das wird spannend bleiben. So, Porsche am BMW dran. Alisch immer noch an Hillegeist dran. Wir gehen aber hier auf den Dreier-Train. So, 3 Minuten noch. Der Führende geht gleich in die nächste Runde. Müssten also noch 2 Runden sein. Und der Rest von dieser. Nicht mehr so viel Zeit. Ja, und jetzt fangen die an, hier alle die Abstände zu verkürzen. Hatte fast erwartet, dass es ein relativ langweiliges Rennen wird, so wie sich das da am Anfang abgezeichnet hatte. Und jetzt rutscht der Zoske weg hier. Zoske, sorry. Gucken wir nochmal ins Replay rein. Zu viel Curb mitgenommen. Oder? Oh, irgendwie ein bisschen zu viel Gas gegeben. Da kam ganz, ganz leicht der Sack. Da geht's in die Wand rein. Benke und Witzmann kommen auch noch vorbei. Das ist hier der Audi und der BMW. Also doch nochmal eine Position gewonnen. Ah, super schade für Zoske jetzt hier, der nochmal mit Schaden weiterfahren muss. Wird, denke ich mal, nicht in die Box reinfahren jetzt. So, jetzt gucken wir mal P-Back hier, guckt auf der Innenseite mal rein. Da ist er noch zu weit weg, um anzugreifen. So, setzt Alisch nochmal einen Angriff. Kann er nochmal einen Angriff setzen? Oder gibt er sich mit Position 3 zufrieden? Den extra Punkt für die schnellste Runde scheint er sich zu holen, wenn es denn stimmt. Ich guck mal in-game kurz nach. Ja, hat auch in-game... Er hatte eine 5 Sekunden Strafe für Benke, sehe ich gerade. Benke, 5 Sekunden. Oh, Witzmann könnte sogar noch eine Position gewinnen. Benke, 5 Sekunden. 3 Sekunden nur Vorsprung. Also Witzmann könnte zumindest nochmal in die Top 10 fahren, nachdem es für ihn ja sehr, sehr bescheiden gelaufen ist. Ja, immerhin. Besser als nichts, sage ich mal. Ein paar Punkte kann er heute mitnehmen. So, jetzt geht's gleich in die letzte Runde rein. Der Führende in der vorletzten Kurve. Also, eine Runde und der Rest von dieser. Gucken wir mal, was hier noch geht. P-Berg, der beißt sich hier die Zähne aus am BMW von Schneider. Und da hinten natürlich auch noch weiter dran am Aston Martin. Ja, die Gruppe ein bisschen aufgelöst, beziehungsweise Bartel und Benke kommen jetzt ran. Also nochmal ein bisschen hier die Autos ausgetauscht in der Gruppe sozusagen.
Auch die hoffen nochmal, hier einen letzten Lucky Punch zu setzen zu können. Aber wir gehen hier rauf. Das ist das engste Duell. So, das vorletzte Mal geht's jetzt hier durch die letzten Kurven. Und das letzte Mal Richtung T1. Dann gehen wir natürlich gleich auf den Führenden. Der ist aber erst im letzten Sektor unterwegs. 10 Sekunden Vorsprung. Sehr, sehr langweiliges Rennen, aber erfolgreich für ihn. So, der BMW, der rechnet mit dem Angriff, geht hier auf die Innenseite. Wird auch innen bleiben müssen. Ja, das kann man ganz gut verteidigen hier auf der Innenseite. Da muss der Hintermann schon deutlich schneller um die Kurve rum, außen rum. Aber da, ja, geht es dann gerne mal in den Sand rein. Und somit bleibt der BMW weiter hier vorne. So, richtig, richtig Action haben wir hier. Gehen mal hier wieder auf Hunter rauf. Der, ja, wird seinem Namen gerecht, würde ich mal sagen. Jagt hier den Aston Martin, auch hier die gleiche Situation. Außenseite, na nicht ganz, geht wieder dahinter. Aber Innenseite ist kein Platz. Der Aston Martin macht da schön die Linie eng. Damit bleibt er hier auf der 7. Position. Also, letzte Runde jetzt hier. Nur noch ein paar Kilometer. Noch müssen wir nicht nach vorne gehen. Noch können wir uns hier den schönen Zweikampf anschauen. Also mal sehen, vielleicht geht da noch was. Ist, wie gesagt, nicht mehr viel Zeit. Hat die letzten Runden auch nicht geklappt. Also, ja, muss man sich große Hoffnung machen, dass es jetzt klappt. Aber jetzt gehen wir auf den Führenden. Der kommt gerade durch die letzte Kurve. Nick Husfeld holt sich hier den nächsten Sieg. Allerdings kein Extrapunkt für die schnellste Runde. Er wird es verkraften können. Hillegeist rettet sich hier auch auf die zweite Position. Vor allem durch die Boxenstopps ist er vorbeigekommen mit 5 Positionsgewinn. Also die Punkteverluste, wie gesagt, halten sich in Grenzen, sind ja sogar nur 3 jetzt. Und Alesch hat die schnellste Runde gesetzt, holt sich den Extrapunkt, kann in der Gesamtwertung sicherlich ein bisschen was gut machen. Pierre Meyer auf der 4. Position. Dann haben wir Schneider-Pielberg. Da wird, denke ich, auch nichts mehr passieren, außer der BMW verliert jetzt hier nochmal das Auto. Ist aber nicht der Fall. Schneider mit 5 Positionsgewinn. Pielberg auf seiner Startposition geblieben. Dann schauen wir mal dahinter Schafhauser, ob der sich hier noch auf der 7. Position ins Ziel bringen kann. Wenn er jetzt keinen Fehler macht natürlich. Sollte das ganz gut gehen. Ja, da gibt es keine Harakiri-Aktion nochmal vom Audi. Denke mal, das wird so bleiben. Schafhauser mit 7 Positionsgewinn, auch ein erfolgreiches Rennen. Hunter jetzt nochmal schön im Windschatten ran, es wird aber nicht mehr reichen. Er mit einem Positionsgewinn, aber hier fast ein Fotofinish nochmal. Schönes Rennen sehen wir hier. Phil Bartel 4 Positionen gewonnen. Behnke auf der 10 mit einem Positionsgewinn, beziehungsweise hatte die Sekundenstrafe noch. Also Witzmann müsste dann 10. werden. Ja, für ihn lief es wie gesagt nicht gut. Chris Soska haben wir auf der 12. Position. Linz Live schon in der Box jetzt hier auf der 13, Soske 12, genau so rum. Philipp Noack hier, der BMW auf der 14. Hätte sich auch deutlich mehr ausrechnen wollen oder können. Kurt Hasselam auf der 15. Dann kommt noch der André Kaufmann auf der 16 ins Ziel, ist der Letzte, der noch unterwegs ist. Und Lukas, der Honda, bereits im Ziel auf der 17. 18, 19, 20 sehen wir hier in Game vielleicht nochmal. Fischer Langkrupp leider nicht ins Ziel gefahren. Gehen ohne Punkte nach Hause, genauso wie 16, 17. Und damit haben wir das 10. Rennen hinter uns und gehen mal kurz ins Studio, würde ich sagen. So, sollen wir hier auf Fahren klicken. Ein paar bewegte Bilder. Ja, haben wir doch ein sehr, sehr schönes Rennen am Ende nochmal gesehen. Ging irgendwie ein bisschen blöd los, hatten da eine große Kollision. Viele Autos, die auch neben der Strecke waren, dann Richtung Boxenstopp, hatten wir nur vorne 2-3. Sozusagen den Zweikampf. Und dann, ja, Hillegeist vorbeigegangen über den Boxenstopp und dann gegen Ende wurde es immer richtig spannend. Das hätten wir uns von Anfang an so gewünscht. Und Cyclopsit, danke für dein Follow, herzlich willkommen. Ja, und wie gesagt, dann sind wir nächste Woche auf dem Ultenpark unterwegs, auch eine sehr enge Strecke. Schauen wir mal, was da so geht. Auch gerne Unfälle, die wir da haben. So, jetzt schaue ich mal, wohin wir raiden können. Wo ist denn noch ein bisschen was los hier? Da wird hier noch gefahren. Schau mal kurz. Ah ja, hier wird noch gefahren. Sehr gut. So, starten wir mal den Raid. Zack, zack, zack. Ja, ansonsten, ja, genau, Knipser, gutes Stichwort. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke für die Raids an Pete und an Frankenlump. Schön, dass ihr auch noch ein bisschen dabei geblieben seid. Morgen geht's weiter, denke ich mal. Machen wir LFM ein paar Dailies. Bin mir nicht sicher, ob wir R-Faktor machen oder ACC. Schauen wir mal. Ansonsten haben wir Mittwoch noch Pro Series. Weiß ich nicht, ob ich dabei bin, weil Donnerstag fahre ich ganz, ganz früh los nach Nürnberg. Und ja, damit sehen wir dann am Wochenende wahrscheinlich dann die nächsten Rennen wieder. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Blue Eyes. Der fährt gerade auf Silverstone ein bisschen rum. Lernt die Strecke, glaube ich, auch noch so ein bisschen.
unterstützt ihn da gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend und dann spätestens, ja, bis morgen, denke ich mal. Ciao, ciao.